Womit sollen wir denn anfangen? Wo kann man anfangen? Du hast sicherlich die ganzen Spiele mitverfolgt. Ich weiß gar nicht, wann wir beide uns gesprochen haben das letzte Mal, aber das ist schon ein paar Spieltage her. Seitdem ist eigentlich viel passiert. Schon auf die eine oder andere Art was passiert. Trainerwechsel, glaube ich, ne? Wir haben erst... haben wir nicht wir danach noch? Nee, ich glaube... Ja, ich glaube, privat haben wir mal darüber gesprochen. Ja, das stimmt. Aber hier so öffentlich darüber diskutiert haben wir nicht. Mein Freund Daniel Thun in Hamburg wurde entlassen, das ist ja auch was Neues. Mir tut es wirklich leid, also wenn wir damit mal kurz anfangen wollen, weil das, glaube ich, das schnellere Thema von beiden ist als der VfL dann. Mir tut es wirklich leid, weil ich glaube, dass er wenig Vorbereitungszeit hat und wenig Mitspracherecht im Sommer wegen Transfers und Co. hatte. Im Kader selbst im Winter immer noch keine großen Umbaumaßnahmen vornehmen konnte, weil der Etat einfach noch ausgereizt war durch Bobby Wood und die ganzen, die dann gerade noch Aaron so abgesprungen Hunt. Sind. Ja, aber mal um die zu sagen, die, sage ich mal, keine Rolle gespielt haben, aber trotzdem viele Scheine eingesteckt haben. Und ich hätte ihn halt gerne gesehen, wenn er im Sommer die Möglichkeit gehabt hätte, mit den Möglichkeiten, die der HSV hat, eine Mannschaft für ihn, wie er sie sich vorstellen würde, zusammenzustellen. Und was dann bei rausgekommen wäre, das wäre für mich interessant gewesen. So ist es halt in Hamburg, ne? Da ticken die Uhren ein bisschen anders. Ja, ich muss dazu sagen, ich finde es allgemein, egal ob das jetzt Trainer sind oder auch Fußballer, dass du nach einem Jahr kaum was da sagen kannst. Also die meisten, um jetzt auf VfL-Thema zurückzugreifen, die meisten VfL-Stürmer waren erst im zweiten Jahr erfolgreich. Wenn man an Simon Zoller denkt, ich glaube Grimaldi, das waren alles so Stürmer, die waren erst im zweiten Jahr, waren die wirklich gut. Das erste Jahr, wenn man so handeln würde, wie der HSV das tut, hätte man diese ganzen Stürmer im ersten Jahr schon wieder weggehauen. Ja, ich sage aber, als Trainer hast du meistens gar nicht dieses erste Jahr, wo du dich ein bisschen eingewöhnen kannst. Als Spieler ist das immer anders, weil als Spieler unterschreibst du meistens 2, 3, 4 Jahresverträge, je nachdem. Also ein Jahr, klar, wenn du älter bist, war nur auch ein Jahr irgendwann mal. Aber im Normalfall hast du 2 bis 3 Jahre immer. Und da kannst du das erste Jahr nutzen, ganz normal, um dich halt einzuleben. Und auch dich an gewisse, so wie ich zum Beispiel jetzt hier an die polnische Liga, musste ich mich natürlich auch erstmal gewöhnen. Dann ist es so, würde ich mal behaupten, dass du als Trainer die Chance gar nicht hast, wenn du nach 10 Spieltagen nicht funktioniert hast, bist du weg vom Fenster. Ein Spieler, wenn der eine ganze Saison lang nicht trifft oder selbst ein Stürmer, und die wollen ihn wegschießen und der Stürmer sagt aber, nee, ich gehe nicht, dann ist er im zweiten Jahr auch noch da. Ganz einfach. Ja, das stimmt schon. Aber man muss natürlich auch sagen, Daniel Thun ist vom kleinen Osnabrück ins große Hamburg, allein das mediale Umfeld war ja um das 20-fache höher als in Osnabrück, wenn man sich das vorstellt. Und du kommst als Trainer rein, wo jeder die Erwartung hat, wir steigen auf, wir müssen aufsteigen. Weil ich denke, dass das Daniel relativ gut gemeistert hat. Weil dennoch kannst du ja nicht sagen, was du willst, aber der Unterschied ist ja enorm. Ja, ich denke dann auch, es gibt dann so Spieler, die akzeptieren seine Art, wie er mit einem Spieler umgeht. Und dann wiederum gibt es aber auch Spieler, die sagen so, ey, sei mir nicht böse, kommst hier gerade aus Osnabrück und willst mir, einem Spieler, der 400 Bundesligaspiele erlebt hat, willst du was erzählen? Oder nimmst du die Kapitänsbinde weg? Oder mehrere Kleinigkeiten so, die man natürlich dann am Rande mitbekommt, die dann halt im Notfall die Spieler halt sagen lässt, ja, nee, geht nicht weiter mit ihm. Ne? Also ich weiß ja, wie es ist im Fußball. Da werden dann auch mal die wichtigen Spieler in der Mannschaft gefragt, hier, wie sieht's aus? Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Trainer? Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass da so ein Aaron Hunt dann halt, vielleicht zum Schluss, als er gespielt hat, glücklich war. Aber gerade am Anfang, als er da die Kapitänsbinde abgeben musste, und als er dann halt nicht gesetzt war und oftmals auch nicht mal im Kader war, hat ihm das, glaube ich, nicht so gut gefallen. Und dann ist es immer schwierig, da eine Balance zu finden. Steht der Spieler hinterm Trainer oder versucht er den Trainer eher rauszuekeln? Ne? Und das ist beim Hamburger SV halt eher schneller das Thema, dass man sagt, okay, 10 Spieler können wir nicht rausschmeißen, da muss halt der Trainer dran glauben. Ja. Ich glaube, auch davor gab es Trainer, die ähnlich gehandelt haben wie Daniel, aber die halt am Ende dann sich bewusst waren, oh scheiße, hier muss ich vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, weil hier sind halt eben, keine Ahnung, von den 25-Mann-Kader haben 15 Jahre lang Bundesliga oder Minimum Zweite Liga gespielt und es war halt in Osnabrück einfacher, ne? Da konnte Daniel sagen, hey, hör zu Jungs, ich habe selbst hochgekickt, ich komme aus Osnabrück,
Ich habe Rückendeckung von allen möglichen Seiten, ob das vom Sportdirektor, vom Präsidenten oder wo auch immer war. Und entweder tanzt ihr nach meiner Pfeife oder ihr seid halt eben weg. Ich glaube, in Hamburg funktioniert das halt eben anders. Da ticken die Uhren anders. Und so wird das auch Daniel gemacht haben. Und ich denke auch nicht, dass das sein letzter Trainerjob gewesen ist, Definitiv nicht. weil dafür hat er einfach zu viel Qualität. Und wenn ich sehe, wie gut, um jetzt das Thema kurz umzulenken, er wieder zum VfL passen könnte in dieser Situation. Weil wenn ich da sehe, sorry, dass ich das so sagen muss, aber was da für ein null emotionaler Mensch an der Seitenlinie steht, das passt einfach erstens nicht zum VfL Osnabrück, meiner Meinung nach. Und man hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander ins Klo gegriffen mit dem Trainer, auch nur meine Meinung. Das Beste war wieder, als sie den Volland zurückgeschoben haben, wieder in die A-Jugend, glaube ich, und dann in der Zeitung stand, naja, jetzt rücke ich noch näher an die Mannschaft heran. War eine Aussage vom Vom Trainer, Trainer, ja, vom habe ich. Feldhoff. Da frage ich mich halt einfach nur so, Kollege, was hast du dann die letzten 4, 5 Wochen gemacht? Weil im Abstiegskampf sollte jeder so nah aneinander sitzen schon, dass man gar nicht mehr näher aneinander rücken kann. Und dann musst du erst irgendeinen, sorry, dass ich sagen muss, einen A-Jugendtrainer in die A-Jugend zurückschicken, damit du dann sagen kannst, dass du näher an die Mannschaft gerückt bist. Und auch die Konstellation, dass vorher der Fulland der Chef in Paderborn von Feldhoff war und jetzt der Trainer von der ersten Mannschaft war und dann Feldhoff kommt, um der Trainer von Fulland zu sein oder über ihm zu stehen. Stell dir vor, dein Chef ist morgen dann unter dir, dann denkst du dir auch so, dir zahle ich erstmal zurück, was du mich all die Jahre hast halt knechten lassen. Und ich glaube, allein diese Entscheidung schon, dass man hat da nicht von Anfang an gesagt, okay, hol dich Feldhoff, schicke ich Fulland zurück in die zweite Mannschaft oder in die A-Jugend besser gesagt. Und Feldhoff konzentriert sich voll und ganz auf die erste Mannschaft. Oder ich werde halt einfach gesagt, so, keine Ahnung, Feldhoff, nee, ich kann auch genauso gut mit Fulland weitermachen, weil der sagt genauso wenig am Rand oder sagt wenigstens, glaube ich, noch ein bisschen mehr als er. Aber was da jetzt passiert ist, pff, mein Herz blutet. Was ich dazu sagen muss, es haben viele Fans so spekuliert, dass Feldhoff gar nicht richtig das Training leitet, sondern dass alles Fulland gemacht hat und er so mehr die Spielergespräche geführt hat. Das kann ja auch wohl so sein. Er hat es dann auch bestätigt, dass er jetzt, wie du gesagt hast, näher an die Mannschaft rückt und mehr Teile vom Training übernimmt. Aber ob das wirklich so Sinn macht, also ich hätte eher gesagt, der Cheftrainer macht das Training und der Co-Trainer macht die Gespräche und spricht sich dann mit dem Haupt- oder mit dem richtigen Trainer ab. Weiß nicht, also ich glaube, der war einfach immer zu weit weg von der Mannschaft. Ja, ich glaube aber auch einfach, dass du beides machen kannst als Trainer, weil wie Ja. gesagt, du hast jetzt auch so lange Saison vor dir, wo du gesagt hast, okay, du musst jetzt aktuell auch noch einen Kader planen, wie im Sommer zum Beispiel, wenn du dann in eine Sommerpause gehst, du musst einen Kader planen und du hast das um die Ohren und wo geht's ins Trainingslager und hin und her. Also ganz ehrlich, du hast, ich weiß nicht, wie viele Spiele er noch auf der Uhr hatte, 2 Monate, wo du 24/7 ein Ziel verfolgen musst. Und wenn du mir da erzählen kannst, du schaffst nicht, Gespräche zu führen und Training zu leiten, also sorry, kann ich dir zum Beispiel hier das Beispiel von meinem Trainer mitgeben. Mein Trainer ist Vizepräsident, also zweiter Präsident und ist Trainer hier in dem Verein. Er möchte sogar wissen, wenn im Physioraum die Eismaschine kaputt ist, will er das wissen, damit er das regeln kann. Und der ist 24/7, lebt da für seinen Job hier und für seine Mannschaft und für Schieß mich tot. Klar, der ist auch verrückt, der ist auch übereifrig, aber es gibt halt eben so und so. Und in der Situation, wo sich der VfL befindet, ist meiner Meinung nach die Sache so, dass du 24/7 nur daran denken darfst, was passiert mit dem VfL? Wie kann ich meine Mannschaft besser machen? Wie kriegt meine Mannschaft die PS auf die Straße? Ich meine, die Klasse haben sie auch dafür, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Kader schlecht ist oder nicht ausreichend ist. Mir ist aufgefallen, klar, wir haben Fünferkette gespielt. Das mag wohl das sein, was Feldhoff gerne spielen möchte. Soll er machen. Hat mit Thune auch ab und zu mal gut funktioniert. Aber du spielst mit Leuten in der Offensive, die das Tempo nicht auf die Straße bringen können, die nicht torgefährlich sind und hast dann so Leute sitzen auf der Bank wie ein Müller, der aus Bielefeld kam. Die Chancen, die er hatte, hat auf jeden Fall Ansätze gezeigt, also so schlecht kann er gar nicht sein. Ein Multaub, der für mich der schnellste Spieler der Mannschaft ist, sitzt auf der Bank. Ein Blacher saß öfters jetzt auf der Bank. Zum Glück spielt er jetzt auch neben Tafa sogar mal wieder. Ich finde eigentlich, dass die letzten Wochen die falschen Leute auf dem Platz standen. Nicht, weil die Mannschaft oder die Leute, die auf dem Platz schlecht sind, aber du spielst schon mit Fünferkette und spielst dann mit einem Blacher, Taffer, Henning oder keine Ahnung was, was nochmal drei Sechser sind. Bleib Blacher ein bisschen ausgeklammert. Wie willst du denn stehen, willst du mit 8 Leuten am Strafraum verteidigen? Ist doch dann normal, dass ein Christian Santos vorne nichts machen kann. Der kriegt keine Bälle von außen, der kriegt keine Pässe.
Gang spielt selber Stürmer, der normalerweise die Pässe spielen kann. Meine Meinung dazu, dass das eher so ein Problem ist momentan beim VfL. Und du kennst ja die meisten Ja, Spieler. ich kenne ja fast alle Spieler, wollte ich gerade sagen. Und ich denke halt einfach, dass Fünferkette, Viererkette, Dreierkette, Einserkette, das ist scheißegal, glaube ich, in der Situation, in der sich die Mannschaft gerade Denke ich befindet. auch. Ich glaube aber einfach, dass die Last auf Schultern gelegt worden sind, die im Endeffekt es nicht geschafft haben, diese Last zu tragen. Da können wir gerne bei unserem neuen Kapitän Trappo anfangen. Den versuchen sie jetzt seit 2 Jahren in eine Schiene zu schieben oder in eine Schublade zu stecken, in die er nicht passt. Trappo war ein Bomben-Drittliga-Verteidiger, hat sich dann leider verletzt, hat dann einen 4,5-Jahres-Vertrag, glaube ich, unterschrieben hier beim VfL Osnabrück. In der Zeit, wo er schwer verletzt war, Respekt schon mal davor vom VfL Osnabrück, ihm sowas zu ermöglichen, ohne da irgendwelche Details zu kennen. War es aber ein großes Risiko, glaube ich, für die Seite VfL Osnabrück. Dann hat man in der Zweitligasaison schon versucht, in Führungsspielerrolle reinzudrücken, der nicht klargekommen ist. Also finde ich ganz offen und ehrlich sagen, dass er nach seiner Verletzung nicht mehr so stark ist, wie vor war. Und jetzt hat man ihm dieses Jahr sogar die Kapitänsbinde gegeben, ohne größere Not, weil Marc Haider ist ja noch da. Und Marc Haider hat, ich meine, ich habe 5 Jahre lang beim VfL gespielt und hatte dort auch mehrere Kapitäne. Marc Haider war für mich mit einer der besten Kapitäne, die ich glaube ich in meiner ganzen Laufbahn hatte. Und das ist jetzt 13 Jahre Profifußball, da kann man sich vorstellen, was ich hatte. Weil er sein Ego immer hinter das der Mannschaft stellt. Immer. Und er immer die Gesamtpetto von der Mannschaft ist für ihn wichtiger als der Einzelne oder er als er selbst. Er wollte nie groß herausstechen. Er hat immer gewusst, er ist kein begnadeter Fußballer, aber er gibt immer 100%. Und das ist für mich wichtig bei einem Kapitän. Und vor allen Dingen ist er ehrlich und geradeaus. Und so jemanden brauchst du, wenn du gerade eine Mannschaft hast mit vielen jungen und ja, ruhigen oder ich sag mal Fußsoldaten, die halt immer Ja und Amen sagen, hast. Dann brauchst du so jemanden, der auch mal ein Widerwort gibt oder der auch mal dem Trainer die Wahrheit sagt. Ich finde, da fängt es halt eben an, dass man eben halt versucht hat, Maurice Trapp in so eine Rolle reinzudrücken, die er gar nicht hätte übernehmen müssen, weil erstens es eben noch Marc Haider gab und du auch noch Oile Bärmann zurückgeholt hast. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man holt da irgendeinen, der noch nie beim VfL war oder der mit der Region nichts zu tun hat, so, sondern du holst da so einen verlorenen Sohn in Anführungszeichen wieder zurück. Also hättest du eigentlich Trappo gar nicht diese Verantwortung zuschieben müssen. Und er hätte sich erstmal darauf konzentrieren können, in der zweiten Liga endlich mal Fuß zu fassen, weil egal wo er in der zweiten Liga war, hat er nicht überzeugt. Und damit fängt das an, glaube ich, einfach, dass du dann, klar, ein Kerk ist gekommen, hat funktioniert, hat geballert und ist dann aber auch mitgeschwommen in die Tiefen des Meeres, wie er oben mitgeschwommen ist. Also er war keiner, der, sage ich mal, den Karren aus der Scheiße gezogen hat, als es Scheiße lief im VfL, sondern das ist auch so ein Mitschwimmer. Und klar, seine Statistik sagt 8 oder 9 Tore und 8 oder 9 Vorlagen. Ich weiß nicht. Natürlich spricht die Statistik, sagt man, Bombenstatistik. Weil ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass davon, glaube ich, 6 Elfmeter sind, 2 Freistöße und die Standards schießt er von links, von rechts, von allen Seiten, dann sage ich mir auch, okay, dann erwarte ich mir aber mehr, wenn der alleine 6 Tore über Standards schießt, 8 Vorlagen nur über quasi Standards gebracht hat, dann ist es. Ja, ne? Klar, Statistik lügt nicht, sagt man, aber man kann sich auch anlügen lassen, wenn man will. Und das, finde ich, ist dann in diesem Fall so eben die Sache. Über Santos möchte ich eigentlich gar nichts verlieren, weil über direkte Konkurrenten spricht man eigentlich nicht gerne. Oder was heißt Konkurrenten oder Nachfolger? Aber Fakt ist, dass von ihm sich auch viele, glaube ich, mehr erhofft haben. Ja. Gerade mit so einer Vita, ist ja auch ein gestandener Spieler schon mittlerweile, hätte ich mir auch mehr erhofft. Und wie gesagt, Reis, meiner Meinung nach, passt gar nicht zum VfL, leider Gottes, weil er von seinen fußballerischen Fähigkeiten und von seinem Denken her schon 3 Stufen weiter ist als alle anderen. Das Der merkt man versucht einen manchmal auch. Fußball, der versucht was zu machen und ist schon wieder im nächsten freien Raum und will eigentlich, du musst den Ball ihm eigentlich nur klatschen lassen. Es ist aber einfach nicht mal das Niveau da, um diesen Ball halt eben klatschen zu lassen, auf die Art und Weise, wie er gern mit den Leuten spielen würde. Und deswegen hätte ich gedacht, ja, man über diese Waffe, weil es war so ein typischer Box-zu-Box-Spieler, er hat mich so ein bisschen an Mo Haier interessiert. Nur Mo Haier war ein bisschen geradliniger, weil er halt eben nicht die Barca-Schule genossen hat. Aber so von den Fähigkeiten her, sowohl defensiv Bälle aggressiv zu erobern,
als aber auch Angriffe abzuschließen vorne, fand ich ihn echt einen sehr interessanten Spieler und habe mir gedacht, so von dem könnte diese Saison echt viel kommen. Im Endeffekt dann auch immer wieder ausgebremst worden durch Kleinigkeiten, Verletzungen oder mal da nicht gestellt worden, wie auch immer. Mein Freund Uli Tafferzhofer ist Vater geworden. Ich glaube, die langen Nächte hat man ihm häufig angemerkt und die Verletzungen, die er dann mit sich gebracht hat, auch. Der war letztes Jahr einer, der halt zu 100% immer da war, der immer Gas gegeben hat, der vielleicht nie der Beste mit dem Ball war, aber die Zweikämpfe gewonnen hat. Und das hat er halt dieses Jahr auch leider Gottes nicht so auf den Teppich gebracht wie letztes Jahr. Wenn du dann halt eben von 11 Spielern, die spielen, wenn du da 5, 6 Totalausfälle jedes Mal hast, was leider Gottes zu 90% der Zeit der Fall war, weil wenn, ich sag mal so, Eule hat einigermaßen seine PS auf die Piste gebracht, Pipo im Tor, sage ich mal, auch zu 85, 90%. Başkim hat ja mal einen rabenschwarzen Tag erwischt, aber ich sag mal, von 34 Spieltagen kannst du ruhig mal einen Spieltag einen rabenschwarzen erwischen. Aber ansonsten hat er auch eigentlich immer sehr unaufgeregt und sehr neutral gespielt. Vielleicht auch nicht mit der Offensivpower wie am Anfang oder wie letztes Jahr. Aber ist ja auch klar, wenn du irgendwann auf die Fünferkette umstellst und du dann so mauerst, dass dann deine Spieler anfangen zu denken, oh, erstmal muss ich aber mich um die Defensive kümmern. Ich glaube, bis auf die drei und dann halt Blacher, wenn er mal gespielt hat, hat ja auch wenig gespielt. Und eben mein Freund Heidi, der dann 100% gegeben hat, fand ich halt einfach, dass es einfach nicht gereicht hat dieses Jahr. Muss man einfach so ansehen, bis jetzt. Vielleicht überraschen sie uns in den letzten 3 Spielen. Ich sag jetzt Samstag, ja, Leben oder Tod. Danach brauchst du auch gar nicht mehr irgendwie, wenn du da nicht gewinnst in Würzburg. Da brauchst du noch nicht mal hoffen oder so. Ja, dann ist das Ding auch durch und dann hast du es aber auch nicht verdient, weil wenn du da nicht gewinnst, du verlierst ein Derby, das ist für mich das Beste, das haben wir, glaube ich, auch nicht zusammen besprochen. Du verlierst ein Derby zu Hause bei dir 4-0. Ja, gegen direkten Konkurrenten, na, ne? Auch noch. Ja, da glaube mir, ich hätte in der Halbzeit schon 3 Leuten aus meiner eigenen Mannschaft die Fresse gehauen. Auch wenn man das nicht machen sollte, aber die Art und Weise, wie man sich präsentiert hat im eigenen Stadion. Und auch bei der Ankunft von den Fans. Ich bin ja sehr, sehr gut mit vielen von den Jungs aus der Ostkurve oder auch ein paar von den Ultras. Und wenn ich dann höre, der Spieler, dass Leute ans Stadion kommen in dieser Zeit, um Leute anzufeuern und Spieler aus dem Bus steigen mit Kopfhörern auf den Boden gucken, an denen vorbeihuscht, ohne sich zu bedanken, dass sie da sind oder ohne kurz Hallo, hallo, von mir aus auch. Ja, kurz stehen bleiben vom Weiten. Man muss ja niemanden Ja, umarmen. klar. Kann man eh nicht, weil der Zaun dazwischen ist. Aber, oder auch nicht abklatschen kann man ja auch nicht. Aber wenigstens hochgucken, einmal zunicken, Daumen hoch, einfach diesen Respekt. Das hat mir einfach dieses Jahr alles so ein bisschen gefehlt. Die Mannschaft hat meiner Meinung nach nicht verstanden, wofür der VfL Osnabrück halt steht. Ja, das stimmt wohl. Ich habe das auch mitbekommen, dass ich glaube, da waren nur einige Ausnahmen, die sich wirklich da bedankt haben oder wie du sagst, so Kopf nach oben das wahrgenommen haben oder diese Geste gezeigt haben von wegen Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass ihr hinter uns steht. Für mich ist zum Beispiel auch, weil du jetzt gerade öfters Mark Heider angesprochen hast, für mich ist Mark Heider nicht einer, der vielleicht dieses Zweitliganiveau hat, aber Mark Heider ist der, der vorgibt, was man jetzt eigentlich die letzten Spieltage machen sollte und zwar 100% auf den Platz geben. Mit 100%, du kannst jetzt nicht, das hat auch, glaube ich, war das Feldhoff in dem Interview oder Schwedes, du kannst jetzt nicht die letzten Spieltage noch versuchen, da irgendwelche fußballerischen Lösungen zu finden und keine Ahnung was, sondern du musst einfach kämpfen. Einfach mit Ja, Kampf. aber Diesen dass es denen 3 Tage vor ja, Saisonende natürlich ist das zu einfällt, spät. also da frage ich mich, guten Morgen, Ja. wo war eure Analyse in den letzten 6 Wochen? Weil das hat sich ja jetzt schon über einen längeren Zeitraum ja herauskristallisiert, dass es verdammt eng wird dieses Jahr. Natürlich, natürlich. Und dann frage ich mich, hallo, wo wart ihr? Und auch nichts gegen die Jungs. Also ich glaube, mit Eulers hast du einen super Transfer gemacht. Ein Reis war, wie gesagt, glaube ich, schon zu weit entwickelt, um in Osnabrück den nächsten Schritt in Anführungszeichen zu gehen, so wie sie es angekündigt haben mit ihm. Der war schon leider 2 oder 3 Schritte weg von VfL Osnabrück, muss man leider so sagen. Alles andere, wenn wir mal ehrlich sind, ist nicht böse gemeint. Multhaupt, nicht umsonst hat er in den letzten Jahren bei Heidenheim keine bis eine ganz kleine Rolle gespielt. Kerk, Nürnberg gewesen, ja. Auch keine Rolle mehr gespielt im letzten Jahr, verstehst du? Also du hast meiner Meinung nach, außer mit Eule, der regelmäßig in der zweiten Liga performt hat, hast du ja kein Zweitliganiveau verpflichtet
in diesem Sinne. Du wolltest ja damit das Niveau ein bisschen anheben, holst dann Spieler natürlich aus dem Rückhand nicht die finanziellen Möglichkeiten, um irgendwas zu holen, weil da auch einige geträumt haben von wegen, wie heißt der Stürmer nochmal bei Wiesbaden, der jetzt bei Nürnberg spielt. Ein Schäffler. Zum Beispiel Scheffler, da haben so viele geträumt, ja, der muss doch zum VfL. Der hätte auch in die Bundesliga gehen können. Ich sag's dir ganz ehrlich, der hätte auch bei Köln als dritter Stürmer in die Bundesliga kicken können. Ich kenne ihn ja ganz gut und ich weiß auch, dass VfL sich hätte niemals, ich glaube nicht mal ansatzweise, die Ablösesumme Heißt. ermöglichen können. Und da hätten wir ein Groundfunding machen können und auch dann hätten wir es nicht geschafft, Schäffe hier nach Osnabrück zu holen. Nein, aber Eben. ich rede ja auch nicht davon, dass man so jemanden holt, der 2 Saisons hintereinander 20 Hütten in der zweiten Liga gemacht hat. Das ist genauso wie du niemals einen Simon Terodde jetzt bekommen wirst, weil du Ja. siehst, der geht nach Schalke. Also da kann man. Es gibt immer Träumer und die sollen auch ruhig weiter träumen, weil es ist schön, wie zum Beispiel, ich hole jemanden, der in der dritten Liga top performt hat Das wollte ich und nämlich sagen. lieber als, dass ich jemanden, der in den letzten 2 Jahren 5 Spiele in der zweiten Liga absolviert Ja, hat, ja. weil der in der zweiten Liga schon absolviert hat, der kommt vielleicht zu dir und sagt, ist meine letzte Chance, ich gebe nochmal Gas oder sagt, nächsten 2 Jahre sicher. Ich chill, bisschen Osnabrück ist eine schöne Stadt in der Mitte von Deutschland. Ich bin überall schnell, ob ich in Hamburg oder Dortmund oder Düsseldorf oder da. Ja, komme ich hier hin, lebe hier noch 2 Jahre, 3 Jahre schön. Aber einer, den du aus der dritten Liga holst, der sagt, boah, geil, zweite Liga. Ja. Es hat sich gelohnt, in der dritten Liga zu performen. War mir zweite Liga, gebe ich richtig Gas. So, ne? Und das sind halt dann die Sachen. Und ich sage auch ganz ehrlich, da wurde nicht nur Fehler jetzt innerhalb der Mannschaft gemacht, was ich glaube, sondern auch von weiter oben. Alles, was Benjamin Schmedes schon Gutes gemacht hat, hat aber im Winter für mich vollkommen desolat, wenn nicht sogar eher ja, zum Haare raufen, was er da gemacht hat. Weil du wusstest, du brauchst sofort was, was funktioniert und holst einen Stürmer, der bisher, glaube ich, 20 Minuten gespielt hat mit diesem Groot oder wie der heißt. Jared Gott, ja. Ja, und ein Müller, der bei Bielefeld, oder wie du es vorhin gesagt hast, ansatzweise ja, also Ansätze hat er, aber nicht für den Abstiegskampf. Weil Abstiegskampf haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, ist Kampf, ist Leidenschaft, ist reinhauen. Und das ist er, glaube ich, einfach nicht. Aber mit dem Ball am Fuß ist er, glaube ich, ein ganz guter Kicker. So. Sind aber fast alle mittlerweile, die in irgendwelchen Jugendleistungszentren ausgebildet sind. Am Ende zählt dann die Einstellung und Mentalität. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, Uwe Neuhaus ist ein Freak, was das anbetrifft, junge Spieler zu installieren. Und wenn er ihn nicht installiert hat in der zweiten Liga in Bielefeld damals, dann hat er Zweitliganiveau, ja. Aber nicht so, dass du ihm, sage ich mal, als Soforthilfe im Winter zu gebrauchen hättest. Ja, definitiv. Aber klar, also ich meine, auch ein Schwede darf Fehler machen. Das ist ja alles schön und gut. Aber diese Fehler sind jetzt halt ja, zum falschen Moment, würde ich sagen, mal gekommen. Und ja, jetzt sieht man ja, was man davon hat. Dass die finanziellen Möglichkeiten nicht beim VfL liegen, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, das wollte ich nämlich, hast du mir vorweggenommen. Ich hätte mir lieber einen Stürmer gewünscht, der aus der dritten, vierten Liga da ordentlich gekickt hat und vielleicht seinen nächsten Schritt machen will und diese Chance dann auch nutzen will. Statt jemand, der schon gegen Barcelona, Real Madrid in der Liga gespielt hat und da vielleicht getroffen hat, und den dann hier nach Osnabrück zu holen. Es war vielleicht vom Grundprinzip vielleicht keine schlechte Idee, aber dass das funktioniert, ist, glaube ich, ein großes Risiko. Und das sieht man ja jetzt. Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, jeder darf Fehler machen, aber das Problem ist, wenn diese Fehler alle zu einem sehr nahen Zeitpunkt oder zu einem aufeinanderfolgenden Zeitpunkt stattfindet, dann siehst du halt, was eben passiert. Weil ich glaube, das ist ich sag immer so, jeder Mensch kann sich verstellen in einem Gespräch, jeder kann sich verstellen über ein paar gewisse Zeitraum, über ein paar gewisse Rollen einnehmen, sage ich mal, aber irgendwann kommt das wahre Ich von jedem raus. Und am Anfang, sage ich, hat der Kader vielleicht so ganz gut funktioniert, weil viele so eine Rolle vielleicht eingenommen haben, die sie gespielt haben, die sie erstmal so akzeptiert haben, weil sie bei einem neuen Verein waren, weil sie noch nicht jeden kannten und es alles auf einer sehr neutralen Ebene stattgefunden hat. Und dann langsam, langsam
hat sich das alles eingeschlichen, so innerhalb der Mannschaft schon. Dass der eine dann gedacht hat, ach, er ist besser als der andere. Solange es gut läuft, sagt keiner was. Und dann hält auch jeder den Mund, weil dann macht der Trainer alles richtig, dann machen die Spieler alles richtig, dann macht ja jeder alles richtig. Aber sobald es dann negativ läuft, und meiner Meinung nach hast du dieses Jahr in der Mannschaft vielleicht 3 bis 4 Leute, die sich trauen, den Mund aufzumachen. Und wenn es dann nicht läuft, dann fangen alle, das ist ja wie die Mäuse, die dann auf dem Tisch tanzen, wenn die Katze von zu Hause raus ist. Und so ist es dieses Jahr. Guck mal, es sind Spieler gegangen, in dem Jahr, wo ich sage, die haben halt einfach vielleicht nicht die große Rolle auf dem Feld gehabt. Die waren aber sehr extrem wichtig in der Mannschaft. So für die Stimmung, für mit Manuel Farona Pulido, der wurde immer sehr unterschätzt, glaube ich. Der war sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Enes Ouahim war ein kleiner typischer Kanake, so dem man nichts sagen konnte, den du gebraucht hast, weil er aber auch eklig ist, weil er im Training dann, wenn ihn einer genervt hat, auch mal zurückgetreten hat, sowas. Dann mit mir sowieso, ich habe mir von niemandem im Grunde genommen was sagen lassen und bin immer vorweggegangen für die Mannschaft, habe mich immer, egal ob dann bei Medien oder bei Fans oder auch beim Trainerteam, immer vor die Mannschaft gestellt und eigentlich die Scheiße auf mich runterregnen lassen habe. Und davon hast du halt niemanden mehr, meiner Meinung nach, aktuell im Kader. Du hast vielleicht einen Marc Haider und einen David Blacher, die mal was gegen den Strom sagen. Aber sonst hast du leider Gottes nur Quallen, sage ich mal, die Kraft nicht haben, gegen den Strom zu schwimmen, sondern die halt mit dem Strom schwimmen. Und das ist halt nicht gut, weil du brauchst eine gewisse Hierarchie in einer Mannschaft. Ich glaube, die gibt es nicht. Du hast dort einen Kapitän dir rausgepickt, okay, der über den anderen so ein bisschen steht. Und dann hast du vielleicht 2, 3 gestandene Spieler mit Eule, Haider und Blacher. Und dann, glaube ich, hast du aber 20 Spieler, die so auf einem Niveau agieren, reagieren. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber halt alles. Ja-Sager. So wie es mir jetzt halt in der Saison aufgefallen ist, wie das Verhalten auf dem Platz ist. Ich habe keinen gesehen, der halt da einfach mal auch, keine Ahnung, man kann auch mal intern Kopf an Kopf nach einem Zweikampf stehen und sagen, hier Kollege, was ist, mach jetzt auf. Ja, ich denke, der Eindruck ist natürlich auch nach außen gegangen, das, was du jetzt beschreibst. Niemand weiß, wie es wirklich intern abgeht. Vielleicht weißt du das, vielleicht kriegst du das irgendwann mal mit, aber trotzdem kann man so, weiß ich nicht, die Fans sehen das ja nicht. Also die Fans haben ja null Kontakt zu den Spielern. Die Ultras haben mal die Möglichkeit, der Mannschaft mal was mit auf den Weg zu geben. Das kommt ja auch an, das sieht man in den Interviews mit Trapp und sowas, dass sie sagen, ja, die Fans stehen hinter uns, finden wir gut. Aber dann passiert ja nichts. Also da passiert nichts. Da kommt nichts von der Mannschaft, wo man sagen kann, okay, die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen und weiß ich nicht. Jemand fragt, ob du jedes Spiel gesehen hast. Gab es ein Spiel, was du nicht geguckt hast? Es gab mal immer wieder Ausschnitte, ein paar Minuten, die ich nicht sehen konnte, Okay. weil ich, keine Ahnung, entweder beim Mittagessen war mit der Mannschaft oder weil ich in der Kabine schon gesessen habe, weil ich selbst gespielt habe. Aber ich habe eigentlich überwiegend, ja, ich würde nicht sagen 100%, aber 80% der Spiele habe ich schon gesehen. Ja, und sonst hast du wahrscheinlich auch immer die Und wenn Zusammenschnitte nicht, habe ich gesehen. mir auch die Naja, genau. Zusammenfassung angeguckt. Genau. Und ich meine, ich stehe immer noch in regelmäßigen Kontakt mit ganz vielen Spielern, ob das jetzt Pipo ist oder ob das Heidi ist oder David Blacher. Deshalb bin ich schon sehr nah da an der ganzen Sache dran, weil es mir auch schon irgendwo am Herzen liegt. Ich bin vielleicht als Spieler gegangen, aber als Fan habe ich trotzdem immer wieder ja, mitgefiebert. Bin deshalb auch, glaube ich, so extrem enttäuscht. Natürlich auf der einen Seite, weil ich auch geholfen habe, irgendwo dahin zu kommen, wo der Verein jetzt war, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, oder auch zu wissen, wie der Verein funktioniert mit den ganzen Mitarbeitern im Fanshop, die Platzwerte oder wer auch immer. Das ist alles so eine herzliche Angelegenheit. Und die Jungs dürfen auch nicht vergessen, dass wenn irgendwann das von der zweiten in die dritte Liga geht, dann heißt nicht, okay, wir entlassen 25 Spieler, sondern dann werden vielleicht 10 Spieler keinen Vertrag für die dritte Liga haben, weil sie es selbst nicht wollten. Und dann heißt es aber, okay, und jetzt müssen aber auch noch 20 Mitarbeiter gehen, weil die können wir nicht mehr zahlen. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Ist eigentlich auch überall so, ne? Aber du kannst es halt gut schildern, weil du ja, ich sag jetzt mal 90% des Vereins kennst, ne? Oder vielleicht nicht, wenn nicht Ja. sogar 100%. Ich würde sagen, ich kenne, glaube ich, sogar 100% des Vereins. Also ich glaube, jedem Mitarbeiter, der, also wirklich Mitarbeiter nicht, irgendwie jetzt der Ordner, der an Ja, klar. Tor C3 steht, den kenne ich jetzt nicht. Aber die Mitarbeiter, egal ob vom Fanshop, von Marketing, ob von Fanabteilung, von egal von wo, Jugendbereich,
Hab mich schon geärgert, was da passiert ist jetzt in den letzten paar Monaten. Ja, das glaube ich dir. Ich meine, du setzt dich ja damit auch auseinander, du guckst weiter in die Spiele, du nimmst dir jetzt die Zeit und redest mit mir, mit uns darüber. Also, ich glaube nicht, dass du jetzt einfach lügen würdest oder so. Also, man merkt dir das schon an, dass, was ich fragen wollte. Meinst du nicht, dass Mario vorne im Sturm spielen kann? Die letzten 3 Spiele? Ja, also ich sag mal so, der wird sich zumindest zu 100% reinhauen. Als ich noch da war, hat er, glaube ich, auch die Figur gehabt, dass er vielleicht noch 20, 25 Minuten hätte spielen können. Der ist schon wieder fett geworden, habe ich ihm auch gesagt. Aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also das beste Beispiel ist für mich, wird immer für mich ein Rätsel sein. Heidi trifft 2 Spiele hintereinander und sitzt im dritten Spiel dann auf der Bank. Ja, Also da das frage ich stimmt. mich, hallo, du hast einen gesucht, der trifft. Jetzt hast du einen gefunden, sein Bann ist gebrochen, der hat getroffen und jetzt sagst du wieder, jetzt lässt du ihn auf der Bank. Also wer hat mehr Selbstvertrauen als der, der in den letzten 2 Spielen zweimal getroffen hat? Da wird es keiner auf dem Feld geben, der mehr Selbstvertrauen zu dem Zeitpunkt hat als dieser Spieler. Ja, definitiv. Aber genau das meinte ich ja vorher mit den Personalentscheidungen. Das hat auch jemand vorhin im Chat geschrieben, dass das schon so ein bisschen komisch ist, wer da spielt. Als wenn die so intern irgendwelche Absprachen hat, der muss so und so viel spielen. Santos muss 32 Spiele auf dem Platz stehen. Ich möchte jetzt nicht immer auf einer Person rumhacken, weil auch der Name dann immer Christian Santos fällt. Es ist vielleicht auch irgendwo normal, weil er der Stürmer vorne ist und er die Tore machen soll. Im Endeffekt, wobei jeder aus der Mannschaft ja treffen kann. Meiner Meinung nach die falsche Spieler eingesetzt, zum falschen Moment. Der wird immer mal wieder irgendwas rumwürfeln, aber irgendwie passt nicht. Ja, ich sag ja, dass als Stürmer, da kannst du eine ganze Saison lang der größte Wichser sein und am letzten Spieltag schießt du, keine Ahnung, den Ball aus 30 cm mit deinem linken Ei über die Linie und rettest damit den Verein und plötzlich bist du der Fußballgott. Ja, Und und deswegen, also ich weiß auch selbst, dass Osnabrück oftmals kein einfaches Pflaster ist, gerade was Stürmer betrifft. Man reiht sich da immer in so eine Spalte ein mit den meisten Legenden aus dem Club waren nun mal Stürmer, egal wen du da jetzt nimmst, Christian Klaßen, Adi Menga, Reichenberger. Daniel Thiun, Reichenberger, Ja. Zoller. Also weißt du, du reißt dich da leider hinter jede Menge Leute ein, die irgendwie, keine Ahnung, Legendenstatus irgendwann mal erreicht haben in diesem Verein. Und dann kommst du, keine Ahnung, und triffst in deiner ersten Saison halt nur 3 Mal, nachdem es vor allem gut angefangen hat, weil ich glaube, der hat die ersten 2 Spiele sofort getroffen. Dann waren die Erwartungen natürlich riesig und dann kam lange nichts. Aber da kam auch die Verletzung, das Und muss man natürlich auch sagen. Niemand natürlich, natürlich, weiß, natürlich. wie hart ihn das wirklich getroffen hat. Ich meine, du kannst es ja bestimmt selber auch beschreiben, auch wenn man vielleicht dann nach außen extrem fit wirkt und so, aber wieder in diese Spur zu finden. Wobei man dann auch wieder Nein, du sagen wirst. muss, wir haben jetzt mittlerweile schon so viele Spieltage danach. Ja, Also. ich sag immer so, du brauchst die gleiche Zeit, die du ausgefallen bist. Die gleiche Zeit brauchst du wieder, um auf deine 100% zu kommen. Und wenn einer, keine Ahnung, so wie ich damals 8 Wochen raus war, ich hatte dann 4 Wochen Vorbereitung, dann habe ich danach auch nochmal 4 Wochen gebraucht, um mein Leistungslevel auch in den Spielen zu bekommen. Weil dort, ich sage immer wieder, da kann mir einer recht geben oder nicht, deine Fitness, deine Spielfitness holst du dir nur in Spielen. Du kannst so viel trainieren, wie du willst, aber du wirst nie die Spielfitness haben, wenn du nur trainierst und nie spielst. Weil im Spiel hast du ganz andere Hormonausschüttungen, ganz andere, ja, Adrenalinstöße und. Also das ist nie mit einem Training vergleichbar. Ich habe mal zum Trainer zu mir gesagt, der hat zu mir gesagt, Alva, wie du trainierst, so könnte ich dich niemals aufstellen. Also ja, Trainer, aber ich bin kein Trainingsweltmeister. Du kannst von mir immer 100% im Spiel erwarten, aber Training ist für mich, wenn ich nicht ins Training kommen müsste, würde ich nicht mal zum Training kommen, habe ich zu ihm gesagt. Und ich habe sogar eine Abmachung damals mit einem Trainer gehabt. Der hat zu mir gesagt, du Markus, ich will, dass du einmal die Woche trainierst und beim Spiel da bist. Alles andere musst du haben. Aber wenn du Scheiße spielen solltest oder wenn du Scheiße bauen solltest oder du nicht mehr triffst oder irgendwas, dann musst du wieder zum Training kommen. Und es hat tatsächlich fast 10 Monate lang geklappt, dass ich nur zum Abschlusstraining gekommen bin, als wir Standards geübt haben und am nächsten Tag gespielt habe. Und sonst 3 Tage nur bisschen Kraftraum, Fahrrad gefahren, Massage, Behandlung. Und. Also es gibt auch verschiedene Spielertypen. Aber ich sag mal so, seine Verletzung ist lange her. Und er Ja. könnte schon längst wieder bei 100% sein. Und ich glaube aber, dass die ganze Mannschaft nicht bei 100% ist, weil einfach zu viel Kopf mittlerweile dabei ist, zu viel Druck, zu viel. Ist auch immer gefährlich, wenn von außen zu viele Themen aufgemacht werden. Von Co-Trainer ist weg, der Trainer kommt, neuer Trainer kommt, okay.
machst du Cut, ah, 2 Wochen später, aha, den zweiten Co-Trainer wieder entlassen. Du gibst den Spielern immer wieder eine Ausrede zu sagen, dass sie nicht selbst dran schuld sind, verstehst du? Ja. Statt hinzugehen und zu sagen, was ist los, ihr Pisser? Seid ihr behindert? Was spielt ihr für eine Kacke? Seht zu, dass ihr rausgeht, eure Eier in die Hand nehmt, falls ihr welche habt. Und lasst eure Familie nicht beschämt zurück, wenn die euch angucken müssen. Es gibt nur noch einen Club, der aktuell noch schlimmer unterwegs ist als ihr, und das ist Schalke 04. Ansonsten seid ihr nach denen dieses Jahr eine Katastrophe im Fußball Deutschland. Also seht zu. So. Weißt du, also ein bisschen auch an der Ehre packen und vielleicht mal so. Und das fehlt mir so, glaube ich, ein bisschen. Ja, safe. Hier hat auch jemand gerade geschrieben, um Santos etwas in Schutz zu nehmen. Er wird auch nicht richtig beliefert. Arbeiten tut er ja ganz gut, meiner Meinung nach. Und das ist nämlich das, was ich auch gesagt habe. Ich glaube, so ein Santos lebt vielleicht von diesen Flanken. Er ist vielleicht ein anderer Spielertyp Stürmer, als du zum Beispiel gewesen bist. Du hast ja die Bälle geholt. Santos versucht das auch. Man sieht ihn relativ häufig hinten. Aber es funktioniert halt nicht so gut. Und ich glaube, er ist eher der Stürmer, der würde ihn vielleicht mit Benny Gierd vergleichen. Mit dem hast du ja auch ein oder zwei Jahre, ne, ein Jahr mit dem zusammengespielt, ne? Ja, ein Jahr. Ja. Ja, ich sagte ja ganz offen und ehrlich, also es ist ja auch, liegt, sicherlich ist der Stürmer irgendwann mal die ärmste Sau auf dem Platz. Wenn er von hinten nichts bekommt, Ja. dann ist es auch normalerweise seine Aufgabe, nicht die Bälle hinten zu holen. Weil wenn er sich die Bälle hinten holt, dann kann er ja wieder nicht vorne sein. Ja, das Also stimmt. das ist auch immer so das, wo ein schmaler Grat dazwischen ist, wo ich auch sage, was bringt es mir, wenn ein Stürmer mir 11, 12 Kilometer läuft? Aber im Endeffekt, wenn er dann den Ball über die Linie schieben muss, keine Kraft mehr dafür hat. So, und das war bei mir in den letzten Spielen so der Eindruck, dass er sehr viel gearbeitet hat für die Mannschaft, sehr viel gelaufen ist, sehr oft auch in die Position von Kerk fallen musste, weil Kerk auf einmal im Zentrum in der Spitze gestanden hat. Und dann, wenn dann mal, ich sage ja auch, ich will ja nicht alles auf ihn jetzt abwälzen, wenn dann auch mal der Ball dann vor seine Füße gekommen ist, hat er so. Ja, die Power gefehlt, sage ich mal. Gar nicht mal so der Wille oder der Laufweg oder sonst irgendwas, dass man sagt, der Typ ist eine Katastrophe, sondern ich glaube, dass er auch viel zu viel am Marschieren ist und unterwegs, und das, was die Trainer ja immer fordern, dass der erste Verteidiger der Stürmer ist, da denke ich ja immer noch ein bisschen anders. Ich sage immer, der Stürmer ist da, um dir in jedem Spiel ein Tor zu machen, und wenn er ein Tor geschossen hat, er sein Soll erfüllt. Schießt er kein Tor oder schießt er 2, 3 Spiele kein Tor, ja, dann kann er anfangen zu rennen, weil dann hat er aber auch den Namen Stürmer nicht verdient. Aber es ist nicht so, dass ein Stürmer in erster Linie nur am Ackern sein sollte und irgendwie dann keine Kraft mehr haben sollte, den Ball über die Linie zu drücken. Meine Meinung. Ja, safe. Das hast du ja, war das beim letzten Heimspiel? Ich weiß gar nicht, wo der bedient wurde am 16er und dann keine Ahnung, was er da gemacht hat und der Torwart kam schon raus und steht vor ihm, hat direkt abzuschließen. Also, er hätte auch einen Steffen Tigges damals gemacht. Auch wenn der jetzt bei Also, Dortmund spielt und der so, auch ein wollte bisschen gerade sagen, der fragwürdig, spielt aber Champions trotzdem. League. Champions League. Ja, aber trotzdem. Den muss er über die Nein, Linie aber. drücken. Er hat Stürmer vorne. Er hat genug Erfahrung. Wenn das jetzt jemand gewesen wäre, der jemand aus der vierten Liga geholt hätte, man sagt, okay, der kam mit dem Druck nicht klar oder keine Ahnung was, ne? Aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass da so vom Tor dann, keine Ahnung. Weiß nicht, in welchem Auswärtsspieler da zwei Kopfbälle daneben sendet, aber wirklich neben das Tor, steht zentral vor dem Tor. Und beide gehen daneben. Eine sieht sogar aus, als wenn er die aufs Bolze auflegen will oder ablegen will. Selbst das klappt nicht. Ja, Weiß ich nicht, irgendwann, das hat auch jemand vorhin, ich glaube, Paddel hat das vorhin geschrieben, und auch du hast ja auch gesagt, warum spielt dann ein Mark Haider nicht für ihn? Dann lass doch lieber Haider und Kerk vorne im Sturm spielen und Kerk vielleicht ein bisschen zurückfallend und bring Santos die letzten 10 Minuten. Dann hat er vielleicht auch diese Power, wo du meintest, die hat er sich vielleicht vorher weggeackert, die hat er dann auch komplett. aber ich frage mich ja sowieso heutzutage, die Trainer sind ja alle Experten, okay, wir darfst du auch nicht in Frage stellen mit ihren 4-2-2-2-Systemen, mit adaptiven Außenverteidiger und schieß mich tot da, was die auch immer alles erzählen wollen. Guck mal, eine Sache. Warum spielst du nicht zu Hause zumindest? Du bist zu Hause mit 2 Stürmern. Du kannst doch mit Santos und Haider vorne spielen. Dann stellst du auf die eine Seite, stellst du mir den Kerk, der einen super linken Fuß hat, der die Dinger schnippelt, und auf die 10 stellst du Eti, wenn er jetzt fit ist. Okay, Eti ist jetzt erst fit geworden. Aber da hast du auch einen Schmiddi zum Beispiel gehabt, der einen super Fuß hat, der meiner Meinung nach nur Vertrauen braucht. Also wenn du dem Jungen Vertrauen gibst, dann macht er dir auch was, weil das habe ich selbst im Training zu 100% gesehen. Und in den Spielen haben wir auch gesehen, wenn er gespielt hat, hat er immer
irgendeine überraschende Situation. Aber das Problem ist heutzutage, die Trainer wollen keine Straßenfußballer mehr. Die sterben immer mehr aus. Meine Sache, Schmidt, sind so einzelne Spieler, die immer mal wieder, keine Ahnung, irgendwie doch durchkommen. Aber ansonsten sterben die ja immer aus. Und auf der rechten Seite stellst du auch einen, der dir Flanken reinhauen kann. So, dann hast du links mit Kerk einen super linken Fuß. Rechts kannst du von mir aus den Multaub, weil er schnell ist und weil er vielleicht mal auf die Grundlinie kommt, spielen lassen. Der flackt dir die Dinger dann auch um die Ohren. Du sagst den Jungs aber ganz klar: Hey, hör zu, wir spielen mit Haider und Santos. Nur Flanken. Versuch gar nichts anderes. Multaub, tu mir einen Gefallen, zieh gar nicht nach innen. Versuch gar nicht mit deinen. Wenn es mal dazu kommen sollte, dass du schießen kannst, okay, schieß mal. Aber flank. Dann nehme ich mir Wolze links hinten, dann nehme ich mir Aidini rechts hinten und sag den Jungs: Sobald ihr, keine Ahnung, 35 Meter vor dem gegnerischen Tor seid, flanken. Wir haben Haider und Santos vorne drin. In der Phase der Saison keine Experimente mehr, verstehst du? Keine hinten rausspielen, Dreierkette, Fünferkette. Der eine Sechser soll sich fallen lassen, der andere Achter öffnet auf der anderen Seite. Digga, lass mal, nimm mal die Murmel, kick die nach vorne, weil Aufbauspiel sei mir nicht böse. Da haben die letzte Zeit alle einen Flatterfuß da hinten drin, Ja. angefangen bei Pippo, über Trapp, über Eule selbst. Also das sollen die besser lassen jetzt in den letzten drei Spielen, sondern die sollen einfach nur die Murmel vorklatschen und fertig. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Also gerade in dieser Situation brauchst du keine irgendwelche fußballerischen Klassen aufblitzen lassen und keine Ahnung was, sondern kämpf einfach, spiel einfach Fußball, nimm den Ball, spiel zum nächsten, schlag die Flanke, wenn du flanken kannst, schieß, wenn du schießen kannst und der Ball wird reingehen. Du spielst gegen keine Obermannschaften. Selbst in Hamburg, was wir jetzt noch, oder in HSV, den wir jetzt übernächsten Spieltag dann haben, den kannst du aufschlagen. Klar, die haben jetzt einen neuen Trainer, aber die Mannschaft ist ja gleich. Die kannst du Ja, aufschlagen. aber ich sage ehrlich, ich kenne ja viele Jungs von Hamburg. Angefangen bei Leibold, Sonny Kittel, Aaron, Mo. Weißt du, das sind alles Spieler, die ich kenne, weil halt eben auch schon sehr lange in dem Geschäft dazu ist. Mit Timmy Leibold sehr, sehr viele Jahre oder Wochen, Monate Reha gehabt in Donaustauf. Also richtig guter Junge. Sonny Kittel, jahrelang mit ihm zusammen bei Eintracht in der Jugend schon gespielt und immer Kontakt gehabt. Und ich sage dir, die Mannschaft an sich, also die Jungs, die da spielen, die haben eine brutale Qualität. Wirklich. Und Habe ich immer gesagt. wenn da ein Trainer kommt, der weiß, wie er die Jungs anzupacken hat. Und ich glaube tatsächlich, dass Rubesch so einer sein könnte, weil den habe ich selbst gehabt als Nationalmannschaftstrainer. Der könnte so einer sein, der die gewisse Lockerheit den Jungs gibt, der aber trotzdem Respekt schon weil er einfach eine Legende ist, schon hat, weißt du? Und ich glaube, davor die Trainer jetzt mit Daniel Tunis, er hatte, glaube ich, so ein bisschen Angst oder er hatte das Problem, dass er selbst nicht diesen hohen Status hatte, sondern er war sehr jung noch, war selbst erst nur einmal Trainer in der zweiten Liga beim VfL etc. Er hatte also noch nicht diesen krassen Standing bei diesen Jungs, die, sag ich mal, höher gespielt haben und auch andere Trainer schon kennengelernt haben. Und konnte ihm deshalb vielleicht nicht die Lockerheit geben, weil er vielleicht autoritär wirken wollte. Weißt du, wie ich meine? Und davor hatten die Hacking. Hacking ist ja ein Kontrollfreak, der wollte gern alles immer wissen, machen, ne? Der hat gar keine Lockerheit. Ich glaube, so deswegen sind diese Trainer erstmal gescheitert. Und ich glaube jetzt tatsächlich, ich weiß zwar, dass Rubesch gesagt hat, er macht nur drei Spiele, aber ich glaube, dass er tatsächlich den Jungs richtig gut tun wird. Es gibt nur eine Möglichkeit. Entweder werden die viel zu locker sein, werden alles jetzt viel zu leicht auf die Schulter nehmen, weil ich weiß auch, wie seine Trainings sind. Seine Trainings sind mega easy zum Totlachen. Viel Spaß, so Flankenspiele, so wenn du nicht triffst, musst du Purzelbaum machen und so Sachen. Also der ist echt mega cooler Trainer. Und es kann sein, entweder werden die Jungs viel zu locker sein oder die werden alles auseinandernehmen, was jetzt kommt. Also diese zwei Möglichkeiten wird es nur geben. Also da wird es keinen Krampf und so auf dem Platz geben, weil der Trainer einfach gar nicht der Typ dafür ist. Er kann nicht mal so wirklich jemand anschreien, so, ne? Also deshalb. Und deswegen habe ich schon Angst, ehrlich gesagt, dass wir noch gegen Hamburg ran müssen. Natürlich werden die nochmal alles auf die Palette rufen wollen, wenn es da noch was möglich ist bei denen. Aber Wollte gerade weiß ja auch sagen. nicht. Vielleicht ist bei denen ja auch schon nächste Woche alles erledigt. Ja, Von das stimmt. daher. Ja, im Prinzip, also was mir Hoffnung macht, muss man dazu sagen, wir spielen jetzt gegen, wie du sagst, Würzburg, Hamburg, Aue. Das ist für mich einfach nur zwei Siege. Das heißt, gegen Aue und gegen Würzburg musst du gewinnen. Sonst hast du gar keine, du hast nicht mal die Daseinsberechtigung in der zweiten Liga, wenn du die beiden nicht schlägst. Weil Aue, wie du schon sagst, am Ende geht es um nichts und Würzburg steht unter dir.
Das heißt, du würdest jemanden schlagen, der dann eigentlich Drittligist ist. Du musst den schlagen. Ja, natürlich, sehe ich ja genauso. Und ich glaube aber auch, ich habe mir die Programme von den anderen Mannschaften angeguckt Da wollte ich und gerade auch was sagen. die haben definitiv ein schwierigeres Programm als wir. Du brauchst mindestens vier, aber eigentlich sechs. Ja. Und mit sieben, wenn du sieben holst, bist du durch. Ich sage dir auch ganz ehrlich, den direkten Klassenerhalt werden wir nicht schaffen. Also da schätze ich Sandhausen einfach auch, wenn die das letzte Spiel, meine ich, verloren haben, das letzte Nachholspiel, 2-0 gegen Kiel. Schätze ich trotzdem, dass die verstanden haben, worum es geht. Die werden durch sein. Ich denke, die werden nicht auf dem Relegationsplatz landen und nicht absteigen. Wenn Sandhausen die nächsten drei Nein, Spiele Alexander. verliert oder so, okay, dann bleiben wir halt so drin. Aber für mich ist realistisch nur noch. Ich weiß gerade nicht, gegen wen Sandhausen jetzt spielt, die Sandhausen nächsten spielt noch Spiele. gegen Heidenheim. Ich meine, die hatten auch noch zwei. Gegen Regensburg müsste noch sein. Weiß ich, vielleicht weiß das jemand im Chat. Also Heidenheim und Regensburg auf jeden Fall. Und ein Spiel hatten sie noch, ich weiß nicht mehr gegen wen. Ja, aber Heidenheim ist auch jetzt ein Gegner, da weißt du nie, was passiert. Regensburg ist auch so eine Mannschaft, wo du auch nie weißt, was passiert. Ja. Aber ich sag mal ganz ehrlich, Aue spielt seit Jahren das gleiche System unter Schuster. Aue, weißt du, wenn du da ein bisschen dagegen hältst oder wenn du da anfängst, irgendwie Schnickereien machen zu wollen, wirst keine Chance haben, da musst du mit 100% Gas spielen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu Sandhausen. Ja, Sandhausen hat viel, viel schlechter dagestanden als der VfL Osnabrück. Definitiv. Sandhausen war für mich eine Mannschaft, die definitiv runtergehen wird. Ich habe gedacht, Würzburg und Sandhausen gehen direkt, Braunschweig spielt vielleicht Relegation und Osnabrück bleibt drinnen. Jetzt guck dir mal Sandhausen die letzten Spiele an und schau mal darauf, wer dort immer entscheidend war. Da waren immer Spieler entscheidend, ein Keita Ruel, der immer als Unruhefaktor galt, der immer als ja, schwere Person im Fußball galt. Natürlich, okay, auch außerhalb vom Fußball mal seinen Fehltritt gehabt und die Freiheit von innen genießen dürfen. Nein, aber, oder Biada. Immer, ach, dieser Biada, der bringt es nicht hin und her. All diese Spieler oder gerade diese zwei Spieler, auf die immer geschimpft worden ist, dass sie so, ja, Selbstdarsteller oder ja, schwere Charaktere sind, die waren die, die Sandhausen jetzt gerade den Arsch gerettet haben. Hey, von mir Da aus war kann das kein. Santos auch bei uns machen. Jeder schimpft über Santos. Von mir aus rette uns die letzten 3 Spieltage. Weil ich würde es einfach dem Verein so sehr gönnen, dass auch endlich mal weil ich sage ganz ehrlich, wenn du absteigst, dann brauchst du kein neues Stadion, dann brauchst du kein neues Trainingsgelände. Wenn du in die dritte Liga gehst, dann lass alles, wie es ist, dann bleibst du ein Traditionsverein mit deiner Bremer Brücke, die meiner Meinung nach, ich liebe es dort zu spielen, weil einfach es noch eines dieser geilen Stadien ist, wo die Tribünen sehr nah am Rand sind. Lass das Stadion so, wenn du in die dritte Liga gehst, Illeshöhe, reicht den Jungs auch. Also dafür dritte Liga brauchst du nicht irgendwie anfangen, jetzt irgendwelche Trainingsplätze rauszuzaubern und irgendwelche Leistungszentren für 5, 6, 7, 8 Millionen. So, und das will ich aber einfach nicht sehen, weil ich hätte wirklich Bock mal zu sehen, was in Osnabrück gehen würde mit eben einem geilen Leistungszentrum, wo die Profis endlich mal auf professionellem Niveau trainieren können, wo du nicht, wenn es regnet, Angst haben musst, nicht auf den Platz gehen zu können, weil dein Schuh irgendwo stecken bleibt im Matsch. Oder im Winter, keine Ahnung, du nach Kretesch fahren musst und dann mit deinem Schlamm-Outfit wieder in dein eigenes Auto setzen musst, weil du wieder zur Illeshöhe zurückfahren musst, um zu duschen und so Sachen. Also das würde ich echt gerne mal sehen, was in Osnabrück möglich wäre, wenn halt eben die professionellen Voraussetzungen gegeben wären. Übrigens, Sandhausen spielt am letzten Spieltag gegen Bochum. Also die haben ein richtig schweres Programm. Heidenheim, Bochum, Ja, Regensburg. gut, Bochum kann natürlich zu dem Zeitpunkt schon auch durch sein oder sogar schon Ja, Meister sein klar. und sagt sich dann, ach komm, wisst ihr was, wir sind schon seit einer Woche besoffen. Ich meine, wir wissen selbst, wie es war, als wir in der dritten Liga schon Meister Ja, waren. klar. Ich glaube, ich kann die letzten 4 Spieltage, wenn du mich fragen würdest, ob ich da auf dem Platz gestanden habe, müsste ich dir sagen, weiß ich nicht, weil ich bestimmt 3,5 Promille hatte auf dem Feld. Ich weiß ja noch, wie das war, als wir aufgestiegen sind. Das war das Osterwochenende und ich glaube, ich war 4 Tage auf, ja, 3,8 im Schacht. Und das wird dann in Bochum genauso passieren. Also es kann auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass sie dann komplett easy going alles auseinanderschrauben, was geht, Ja, wenn die das stimmt. hochgehen. So, willst du mal jemanden reinholen hier, der eine Frage hat? Ja, wenn jemand im Chat eine Frage hat, kann er gerne dem Discord beitreten, Ausrufezeichen Discord. Bis dahin, wo könntest du dir Daniel Thun vorstellen und wo oder können und könntest du ihn dir wieder beim VfL vorstellen? Und wenn ja, in welcher Konstellation? Auch dritte Liga? Nein.
Also das würde ich aber auch Daniel nicht empfehlen, dass er jetzt nochmal mit dem VfL in die dritte Liga runtergeht. Da kann er sich nur selbst kaputt machen. Also klar kann er was Historisches schaffen und steigt wieder mit der Mannschaft auf. Aber meistens ist es eben so, dass wenn man aus der zweiten in die dritte Liga kommt, das sieht man ja immer wieder bei den ganzen anderen Vereinen, dass da erstmal andere Winde wehen und dass der Verein erstmal kämpfen ist und es dann erst ein paar Jahre später wieder schafft. Deswegen würde ich Daniel auf gar keinen Fall empfehlen, zum VfL zurückzugehen, falls sie in die dritte Liga runtergehen sollten. Zweite Liga wiederum kann ich mir aber vorstellen, weil er seine Arbeit dann weitermachen kann, weil er die Chance hätte. Ja, jetzt im Sommer weiß ich, dass viele Verträge wieder auslaufen. Heißt, er könnte seine Spieler, die er haben will, entweder behalten oder halt eben neue dazu holen, die er sich vorstellen für sein System, für sein weiteres Vorhaben. Deswegen könnte ich ihn mir beim VfL in der zweiten Liga gut vorstellen. Würde ihn aber lieber gerne bei einem ambitionierten Zweitligisten sehen, wie Hannover 96, Nürnberg, Paderborn war ja im Gespräch angeblich. Paderborn, ja, Paderborn auch, aber so ein Traditionsverein wird mir bei ihm besser gefallen. Also wirklich so ein Verein, der schon über Jahre existiert und der eigentlich in die erste Liga gehört, statt in die zweite Liga, weil ich glaube, dass er definitiv das Potenzial hat, um erste Liga zu trainieren und er vor allen Dingen aber auch dieser Mensch ist. Ich meine, klar, es wird ihn kein Bayern München holen, kein RB Leipzig und wahrscheinlich auch nicht Dortmund jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren. Das heißt, er ist so jemand meiner Meinung nach, der eine Mannschaft diesen Impuls geben kann, was Großartiges zu erreichen, so wie er es damals bei uns in der dritten Liga geschafft hat. Und deshalb würde ich ihn gerne einfach bei so einem Verein sehen, der es jetzt schon ein paar Jahre versucht, in die erste Liga hochzugehen, die es aber nicht schaffen. Und ich glaube, dort könnte er dann so eine Hauruck-Stimmung erzeugen und wirklich es schaffen, mit denen in die erste Liga aufzusteigen. Muss aber dazu sagen, irgendwie blutet mein Herz, wenn ich lese, dass er woanders unterschreiben soll oder so. Ich sehe Daniel immer noch irgendwie als einen Teil vom VfL und würde schon gerne wieder hier sehen, aber ja, wie du schon sagst, er hat das Potenzial, eine andere Mannschaft zu übernehmen, eine höhere Mannschaft, eine stärkere Mannschaft. Vielleicht war HSV ein bisschen zu hoch oder das Umfeld hat einfach nicht gepasst. Das Ja, kann ich glaube, sein. das Umfeld hat einfach nicht gepasst. Ich glaube, Daniel ist eine Person, die man arbeiten lassen muss, Ja. der man einfach das Vertrauen ausschenken muss, dem man nicht so viel hinterfragen darf, sondern dem man einfach, so ich sage immer, ein bisschen freie Hand lassen muss, ne? Und einfach halt Vertrauen auf das, was er macht. Und dann wird das auch schon. Deswegen denke ich schon, dass HSV vielleicht nicht zu groß war, sondern dass einfach das Drumherum Das denke ich auch, noch zu ja. groß war. Dass er, weil er auch ein sehr leidenschaftlicher und ein sehr Herzensmensch ist, dass ihm das sehr nahe gegangen ist, denke ich auch oftmals, wenn negative Sachen gesagt worden sind, weil er das auch vorher so nicht kannte, weil hier die NOZ, die kritischste Frage, die sie ihm, glaube ich, in 3 Jahren gestellt haben, war, warum hat Marcos Alvarez heute nicht gespielt? Ne? Und Das das ist stimmt. ein, das war, glaube ich, die kritischste Frage, die die NOZ jemals Daniel Thun gestellt hat. Dann, wenn du dann auf einmal irgendwo hinkommst und zerlegt wirst, nur weil du mal 0-0 zu Hause gespielt hast, dann. Ja, da hast du ganz andere Anforderungen, das stimmt schon. Nein, aber nochmal kurz, weil du gesagt hast, Daniel ist ein Teil so für dich in der VfL. Ich meine, es wird immer oft gesagt, so, ja, Fußballer sind Söldner und schieß mich tot. Und ich glaube, wenn man sagt, dass Fußballer Söldner sind, dann, oder kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn du einen Schritt in der Gehaltsklasse gegangen bist, dann möchtest du ungern diesen Schritt wieder zurückgehen. Ja. Klar kann man immer wieder auf ein paar Euro verzichten, aber in erster Linie ist unser Leben als Fußballer und auch als Trainer immer relativ, okay, als Trainer vielleicht noch ein bisschen länger, aber als Fußballer immer sehr, sehr kurzes Zeitfenster. Und ich glaube auch, dass Daniel jetzt in einer Gehaltssphäre geschnuppert hat, die sehr angenehm war und die der VfL Osnabrück, glaube ich, weder in der dritten Liga noch in der zweiten Liga, auch nur ansatzweise, also wir reden da nicht von nah beieinander, sondern wir reden davon, keine Ahnung, wenn du als normaler berufstätiger Mensch 10.000 verdienst und du als dann ein Angebot für 1.500 Euro bekommst. Von dieser Gehaltssphäre würde ich jetzt mal das so vergleichen. Dann kannst du nicht nur, weil du sagst, ach, ich kaufe gerne bei, um jetzt mal Aldi und Lidl vielleicht kurz zu vergleichen, ach, ich liebe Aldi, aber habe bei Lidl 10.000, aber Aldi macht mir jetzt ein Angebot für 1.500, dann wirst du niemals zu Aldi gehen. Verstehst du? Ja. Und so ist das, glaube ich, auch ganz einfach jetzt in den Augen von Daniel, dass er sagt so,
Das kann er auch, glaube ich, finanziell einfach gar nicht machen. Jetzt sagen, okay, ich mache den Vertrag in in Hamburg nichtig und gehe, weil mein Herz für VfL schlägt, zurück zum VfL. Ich meine, er hat auch Kinder, Familie und da muss man auch immer darauf achten, ne? Weiß nicht, wird sein Vertrag aufgelöst oder läuft er erstmal weiter? Wie ist das eigentlich? Ich glaube, die haben ihn ja befreit und dementsprechend ist er nur freigestellt und ganz normal weiterbezahlt. Also entweder bis er dann auflöst und einen neuen Verein hat, also läuft das normal, oder bis er halt eben eine Abfindung von dem Verein bekommt, oder er wird halt ganz normal monatlich dann weiterbezahlt, solange er nichts Neues hat oder solange sie nicht auflösen miteinander. Da würde ich aber jetzt mal gewaltig ein Jahr mich irgendwo hinlegen und schön Geld verdienen. Und er ist am Anfang Ja, seiner aber Trainerkarriere. Aber ich weiß schon, auf der ja, anderen Seite. aber gerade am Anfang von einer Trainerkarriere, weißt du, wenn jetzt mal ein Hansi Flick oder ein, keine Ahnung, Hansi Flick war jetzt vielleicht krass gesagt, aber Ich weiß, worauf er aber. Ja. Pavel Dotschev, wenn der mal ein Jahr rausgeht jetzt aus dem Fußball und kommt zurück und alle wissen, na, das ist Pavel Dotschev, weil der war da, der Bob, der hat sofort wieder. Aber Daniel, ich meine, Daniel war neu in Osnabrück, hat 2 Jahre und 2,5 Jahre in Osnabrück Trainer gemacht und ist dann, ja, nach Hamburg. Und das wäre jetzt, also ich würde ihm nicht empfehlen, dass er sagt jetzt, okay, ich mache jetzt ein Jahr nichts, nur weil ich irgendwo einen laufenden Vertrag habe. Also wie gesagt, ich sehe ihn auch realistisch nur beim VfL, wenn VfL die Klasse hält und man da dann irgendwie mit Gesprächen zusammenkommt, das wirklich für beide Parteien das Sinn macht. Aber Ja, und wenn Hamburg sagt vielleicht, okay, wir geben dir, keine Ahnung, du hast noch ein Jahr Vertrag hier, wir geben dir ein halbes Jahr mit und du gehst dann halt eben zum VfL. So Sachen. Aber das sind auch alles Hirngespinste. Aktuell muss man einfach damit rechnen, dass er auf gar keinen Fall meiner Meinung nach zum VfL kommen wird. Und wenn es so kommen sollte, dass er zurückkommt, dann wäre es umso besser. hier fragt Maurice zum Beispiel, ob du noch Kontakt mit Puli hast und mit Uaim. Aber das Ja, hast du, glaube ich, vorhin also. gesagt schon. Ich habe mit Manu hat ein Kind bekommen auch. Ja, das weiß ich. Also ist auch Vater geworden. Und Ennis auch. Ennis ist auch Papa geworden. Also die 2 Jungs, die haben es wild treiben lassen. Und nein, also ich habe regelmäßigen Kontakt mit Ennis und Pulli. Also eigentlich mit fast jedem, mit dem ich aufgestiegen bin in diesem Jahr beim VfL, habe ich regelmäßigen Kontakt oder hin und wieder mal. Selbst mit Steffen Tigges habe ich letztens mal geschrieben und ihm ja gratuliert für sein Champions League-Spiel und für seine unerwartete Entwicklung, die er genommen hat. Und so ist es. Ich denke auch, er ist eher ein bodenständiger Typ, ne? Ich glaube, er weiß das Ja, einzuschätzen, ne? Dorfjunge, ne? Dorfjunge. Naja. Ganz einfach so. Jemand hat gefragt, ob du zufrieden mit der Zeit in Polen bist. Jetzt fast eine Saison vorbei, ne? Ja, genau. Eine Saison ist jetzt rum. Sportlich wahrscheinlich nicht wirklich. Ich Wie glaube, bitte nochmal? sportlich wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Nee, Zufrieden. sportlich definitiv nicht. Also 20 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen, das ist sehr mau für mich. Ich Aber glaube, auch mannschaftlich meine ich jetzt. Oder war das eher das Ziel Klassenerhalt und nicht weiter nach oben? naja, intern war das Ziel Klassenerhalt, ja, weil wir eben mit diesen -5 Punkten schon gestartet sind und finanziell ein bisschen angeschlagen waren, weil die am Anfang eine hohe Summe zahlen mussten wegen dieser Korruption eben, sonst hätten wir mit -10 starten müssen. Dann war das am Anfang schon schwierig und es hat sich über die ganze Saison halt hergezogen. Also ich kann dir sagen, wir hatten 8 Spieler, die normalerweise 6 davon sind Stammspieler. Die haben kein einziges Spiel absolviert diese Saison, weil die sich in der Vorbereitung oder gleich am Anfang von der Saison verletzt haben. Und wenn die natürlich direkt am Anfang von der Saison 6 Spieler wegfallen, einer wurde gesperrt wegen der Korruptionssache, der andere hat sich das Kreuzband gerissen, der andere hat sich den Knorpel im Sprunggelenk zertrümmert und das waren gleich 5 oder 6 Stammspieler und Trainer musste dann ja peu à peu irgendwie was aus dem Hut zaubern, sprich ja, es war eigentlich alles von Anfang an nicht so, wie es hätte laufen sollen. Im Endeffekt aber hoffen wir, dass wir nächstes Jahr angreifen können, weil das Ziel vom Verein ist natürlich, sich für Europa zu qualifizieren. Und eigentlich auch, um Legia Warschau endlich mal ein bisschen Konkurrenz hier zu machen. Und die Qualität von der Mannschaft, wenn alle fit sind, ist doch definitiv dafür gemacht. Weil wir haben es jetzt gesehen, in den letzten 4 Spielen konnten wir in der Zweitbesetzung, sage ich mal, wenigstens zu 100% miteinander spielen. Und wir haben aus 4 Spielen 8 Punkte geholt. Und ich sage immer, alles, was ein 2er-Punkteschnitt ist, ist immer ganz gut.
Und steigst du auch normalerweise gewöhnlich auf oder wirst Meister, egal in welcher Liga du spielst. Außer wenn du vielleicht jetzt Bayern München bei dir mit in der Liga hast, dann schaffst du es vielleicht nicht mit 2 Punkten pro Spiel. Aber dann hoffe ich, dass wir nächstes Jahr einfach in Europa angreifen können. Ja, ich hatte eigentlich schon gewartet, dass so eine Frage kommt. Wenn du die Chance hättest, zur Bremer Brücke wiederzukommen, würdest du es machen? Das hatten wir auch letztes Mal auch schon. Natürlich, also ich habe auch das letzte Mal, glaube ich, schon kein Geheimnis daraus gemacht. Naja. Also dass ich aktuell ist es, glaube ich, alleine von dem Gesamtpaket Finanzierung gar nicht machbar. Und natürlich liebend gerne. Also ich weiß auch, dass ich auf den einen oder anderen Euro verzichten muss, wenn ich wieder zurückkomme. Aber ich habe gesagt, alle guten Dinge sind drei und ich bin zweimal zurückgekommen. Und ich hoffe, dass ich natürlich nicht immer nur an einem Spieler, sondern dass auch Ja, der klar. Verein noch einmal möchte, dass ich zurückkomme. Und ja, nach den 2 Jahren, die ich jetzt noch hier habe, wer weiß. Und dann hoffe ich natürlich, dass es in der zweiten Liga ist. Aber die 2 Jahre willst du auf jeden Fall erfüllen, ne? Also, das wird, denke ich mal, dein Ich Ziel war immer sein. jemand, der seine Verträge erfüllt hat. Und ich habe aber auch immer gesagt, im Fußball darfst du niemals nie sagen. Und es Genau. kann natürlich jederzeit jemand kommen, der sagt, okay, wir wollen ihn jetzt haben, wir wollen ihn kaufen, wir wollen so und so und so. Und dann ist es natürlich so, dass ich sage, wie ich es damals mit dem VfL gemacht habe, ich weiß ja nicht, wie weit das durchgesickert ist oder nicht. Cracovia wollte mich ja damals schon im Winter holen. Und dann habe ich auch zu dem Verein gesagt, weil die damals hier um die Meisterschaft gespielt haben, ich würde gern schon im Winter weg. Und da haben sie mich auch gebeten, weil wir am VfL mehr oder weniger gerade so ein bisschen in der Abwärtsspirale waren, noch das halbe Jahr durchzuziehen. Und ich habe gesagt, okay, wenn es so ist, dann ich habe einen Vertrag, ich erfülle meine Verträge und so halte ich das auch hier mit. Wenn ich, ja, wenn der Verein damit zufrieden ist, wie ich performe, es kann natürlich auch jederzeit sein, dass der Verein an den Spieler herantritt und sagt, ja, das passt nicht mehr, such dir was anderes, dann ist es so, ne? Aber an sich gehe ich auch Das mit der stimmt. Einstellung da an die Sache, dass ich meine Verträge erfüllen möchte. Macht auch Sinn. Hier hat jemand gefragt, wie du die Entwicklung von Enes Fahim findest. Weil der natürlich unglücklich jetzt. Also, ich denke mal, das ist so, dass er wegen des Geldes nicht in Osnabrück geblieben ist, weil ihm zu wenig geboten wurde. Vielleicht kannst du ja was sagen, vielleicht ist auch irgendwo was durchgesickert. Und der ist halt zu Sandhausen gegangen und wurde von da nach Lautern verliehen. Die kämpfen jetzt gegen den Abstieg. Und da, selbst da ist er kein Stammspieler. Ja, ich kann genauere Informationen dazu geben. Also ich weiß, dass Enes Fahim klar, wie jeder andere Spieler auch, eine Gehaltsforderung hatte, die vielleicht höher war, als die der Club zahlen wollte. Aber es ging im Endeffekt gar nicht um Gehälter damals, als Enes nicht verlängert hat, sondern es ging eher darum, dass Marco Grote ihn angerufen hatte und ihn dann gesagt hat, und auf welcher Position siehst du dich? Und er dann gesagt hat, wie meinst du das? Auf welcher, ja, bist du denn für ein Spielertyp? Und wenn dich ein Trainer anruft, der dich eigentlich überzeugen sollte, bei einem Verein zu bleiben, weil du der Spieler bist, den sie haben wollen, dann fängt er das Gespräch schon mal so, glaube ich, komplett falsch an. Und dementsprechend hat Ines dann gesagt, wenn mich ein Trainer anruft, der wissen will, was ich für ein Spielertyp bin und der nicht weiß, auf welcher Position ich spiele, dann muss ich einen anderen Weg gehen. Ich weiß, dass Ines zu dem Zeitpunkt, als er VfL Osnabrück dann abgesagt hat, 2 andere Sachen hatte, die anders geklungen haben als Sandhausen und Kaiserslautern und die aber dann kaputt gegangen sind, weil heutzutage habe ich leider auch lernen müssen, dass Worte im Fußball oftmals nicht gehalten werden, sondern dass nur Sachen, die schwarz auf weiß stehen, Fakt sind. Und dann hat er kurz vor Saisonbeginn halt dagestanden mit nichts. Dann ist er halt nach Sandhausen gegangen, weil das dann halt eben die zweitbeste Option war, die er wählen konnte. Und ja, dann hat er in Sandhausen nie wirklich eine richtige Chance bekommen, weil auch, glaube ich, die Trainer, die in Sandhausen jetzt diese Saison dort waren, auch alle meiner Meinung nach nicht zum Enes Fahim gepasst haben. Und ja, in Lautern hat er eigentlich aber überwiegend, würde ich behaupten, 80% der Spiele gespielt. Ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen. Ist in Ordnung gewesen. Meiner Meinung nach ist auch Ennis eher ein Zweitligaspieler als ein Drittligaspieler, weil der Drittliga gibt viel zu viel auf die Socken. Und da kommt er nicht so zur Entfaltung. Und ich glaube, dass der Junge Potenzial für mehr hat als dritte Liga, mindestens zweite Liga. Und ich glaube auch, dass er seinen Weg noch gehen wird. Wäre natürlich unglücklich, wenn er dann, ja, oder wenn Sandhausen dann absteigen sollte und er dann zurück zu Sandhausen geht und bleibt dann in der dritten Liga.
Wobei ich denke, auch da wird er sich dann wahrscheinlich dann umschauen wieder. Ist natürlich ein bisschen Natürlich. doof gelaufen, ne? Dieses Hin und Her. Ich hätte ihn gerne aus der Rück behalten. Klar. Für mich war dann mit Schmidt einer der besten am Ball und mit Etti. Das ist kein Geheimnis, das hat man immer wieder gesehen. Ja, ich hätte ihn auch in Osnabrück gerne weiter gesehen, weil, wie gesagt, der war auch ein Typ für sich, der auch mal was gegen den Strom gesagt hat und der sich nicht immer alles hat gefallen lassen und der auch seine Meinung vertreten hat. Und den hätten wir ganz gut gebrauchen können dieses Jahr in Osnabrück. Eine Frage kann ich selber beantworten, weil da kam, verfolgst du regelmäßig die Spiele vom VfL? Das hatten wir nämlich vorhin kurz. Zu 80, 85%, je nachdem, ob er dann, also wenn er selber spielt oder so, dann kann er natürlich nicht gucken. So hattest du es ja gesagt. Genau. Alle fragt, wenn der VfL jetzt wirklich absteigen würde, fändest du, dass Feldhoff dann nicht mehr Trainer in der dritten Liga sein sollte und wen hättest du da im Blick? Ich denke, die zweite Frage ist eher schwierig, ne? Ja, was heißt, also ich sag mal so, ich würde auf gar keinen Fall, wenn ich mit einem Trainer absteige, mit dem auch in der neuen Saison weitermachen, weil du hast dein Pulver verschossen, Kollege. Nimm deinen Hut, mach's gut, danke für nix. Also das hat jetzt nichts mit Feldhoff zu tun, sondern generell ist das so meine Attitude gegenüber ja, dem Trainer da sein, wenn du es verkackst. Und ich meine nicht, wenn du jetzt wenn er jetzt zwei Spiele nur gehabt hätte und es klar war, okay, der Verein steigt zu 90% ab. Er kann Wunder schaffen, aber wir planen mit ihm für die dritte Liga. Okay, dann hätte ich gesagt, dann ist es in Ordnung. Aber so ihn als Feuerwehrmann geholt zu haben, damit er die Klasse hält und dann zu sagen, ja, okay, ich gehe trotzdem mit ihm runter in die dritte Liga, würde ich nicht machen. Und ja, wen siehst du dann auf der Position? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil du Schon weißt nicht, gedacht. was im Trainerkarussell noch passiert. Ich fände es geil, so jemanden wie Pavel Dotschev mal in Osnabrück zu haben oder auch gerne wieder jemanden so wie Wollitz. Also ich glaube, Osnabrück braucht auf jeden Fall einen Trainer, der das Ganze mitlebt. Würde ich mir wünschen. Also niemanden mehr, wo man sagt, ja, der bringt Ruhe und eine beruhigende Ausstrahlung. Braucht keiner in Osnabrück. In Osnabrück muss Leben in die Bude. Ich glaube, dass viele Entscheidungen schon anders gefallen wären oder anders gewesen wären, wenn Osnabrück-Fans erlaubt gewesen wären, weil ich glaube, da wäre der ein oder andere Fan mal über die Barriere geklettert und hätte dem Trainer meinen Arsch getreten und hat gesagt, hier Kollege, kannst du deine Hände auch mal vorm Körper wegnehmen, nicht so verschränken oder aus den Hosensäckeln nehmen, also was hier nie ist. Diese Corona-Saison war sehr, 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 sehr schwer für Osnabrück. Das stimmt, ich glaube, das hat Osnabrück mehr getroffen als wen anders. Dazu hast du mal eine Pressekonferenz von Feldhoff gesehen? Nein, Ich sage, ich kann es nein. dir Ich kurz habe immer erklären. mal so, ich habe mal kurz so Ausschnitte gesehen, Ja. die da immer in Instagram eingeblendet werden. Und da war das mir schon so einschläfernd, dass ich gesagt habe, ich kann da auch nicht länger als, keine Ahnung, 15 Sekunden die Instagram-Story läuft, mir angucken. Also. Ganz ehrlich, also so eine kurze Instagram-Story hätte auch gereicht. Es ist ein 10-Minuten Video, da redet 8 Minuten der Gasttrainer oder der andere Trainer und in 2 Minuten hat Feldhoff gesagt, er möchte nichts mehr über das Spiel verlieren, er konzentriert sich auf das nächste und das glaube ich zweimal oder dreimal hintereinander und hat dann eine Frage oder 6 Fragen von einem Reporter von der NOZ beantwortet und immer wieder dieselben Floskeln rausgehauen. Das war jetzt, also sorry, aber das zeigt, was er für ein Trainer ist. Das ist für mich, also weiß ich nicht. Jeder andere hätte da anders reagiert und er reagiert dann so, weiß ich nicht, das passt überhaupt nicht. Man hat irgendwas gefragt, weißt du was von Konflikten beim VfL? Ich habe gehört, dass manchmal in der Kabine Streitigkeiten. Ich sagte ehrlich, also selbst wenn es welche gibt und Alvaro das weiß, wäre es jetzt dumm, das hier öffentlich zu machen und Streitigkeiten hast du immer mal in der Kabine. Also ich glaube, das kannst du auch. Ja, das ist ganz normal, das ist Ja. ganz normal. Also Also. ich war auch jemand, der immer mal wieder mit jemand angeeckt ist. Was aber auch ganz gut tun kann, wenn es mal knallt, egal auf welche Art und Weise, wichtig ist, dass man danach wieder die Köpfe zusammensteckt. Und es ist gut, wenn es mal knallt im Training. Und ich glaube, es gibt keine Mannschaft, in der es nicht knallt oder in der es nicht mal irgendwie eine Schubserei oder Faustschläge gibt sogar oder was auch immer. Also es gibt immer mal eine Auseinandersetzung. Und das brauchst du auch. Und gerade jetzt in so einer Situation ist es vielleicht mal ganz gut, wenn es da irgendwann mal knallen würde im Training oder wenn da mal irgendwie, keine Ahnung, zwei ein bisschen lauter werden, damit so ein bisschen ja, Elan wieder durch die Mannschaft geht. Natürlich weiß ich meistens so zu 90% über die Konflikte, die dort passieren, Bescheid.
Aber sicherlich werde ich da keine Namen nennen. Haben zweimal die Leute selber gefragt, ob du an den Klassenerhalt glaubst. Also ich war immer jemand, der sehr positiv ist. Also ich gehe davon aus, dass das Glas immer halb voll ist, anstatt halb leer. Ich habe es ja von Anfang an gesagt, eigentlich waren meine Abstiegskandidaten Würzburg-Sandhausen. Braunschweig steht Relegation und der VfL rettet sich direkt. Ich bin jetzt aber mittlerweile auch zufrieden, wenn es Relegation wäre, weil ich glaube, dass wir alle Mannschaften, die aktuell da ein bisschen rumgeistern, ob das 1860 ist, ob das Ingolstadt ist, Dresden oder Rostock. Also ich bin davon überzeugt, dass der VfL die Relegation, wenn er die Relegation spielen darf, kann oder muss, je nachdem, wie man es dann halt sieht, diese Mannschaft schlagen wird, weil die Qualität einfach beim VfL höher ist als bei den anderen Mannschaften, weil ich auch mich mit der dritten Liga hin und wieder beschäftige, mache ich mir da keine Gedanken. Ich glaube fest daran, dass der VfL drin bleibt, bis zu dem Zeitpunkt, wenn es feststeht, dass es halt eben nicht so ist. Also sehe ich das nämlich auch. Das Zwei. habe ich aber auch, das habe ich auch in Instagram unter irgendeinem Post da vom VfL, den er mal geschrieben hat, gemacht hat, als dann ein, zwei Leute so, ich bin hier jemand, zu sagen, meine Meinung auch offiziell unter dem Post vom VfL, das juckt mich ja wenig, habe ich ja auch gesagt, dass statt hier Rumgenörgel und Dummgeschwätz halt unter dem Post geschrieben wird, dass sie lieber positiv und der Mannschaft halt eben Unterstützung zusagen sollen, bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie es nicht mehr schaffen können oder bis sie abgestiegen sind. Und wenn sie abgestiegen sind, dann können sie doch den Spielern sagen, was sie für Wichser, Arschlöcher oder Opfer sind oder was auch immer. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, finde ich, sollte man hinter seinem Verein und hinter seiner Mannschaft stehen bis zum letzten Moment und alles dafür versuchen, halt eben. Ja, weil es ist, ich sage ja ganz ehrlich, es tut jedem Spieler gut, wenn er hört, wenn er in der Stadt ist zum Beispiel oder wenn er beim Bäcker sich ein Brötchen holt, wenn die Frau vom Bäcker zu ihm sagt so, ja, war zwar ein blödes Spiel, aber ich glaube an dich, mach's nächste Woche besser, gib Gas, als zu Definitiv sagen, safe. boah, was hast du für einen Scheiß gespielt letzte Woche, hau ab endlich, sieh zu, dass du deinen Koffer nimmst und dich verpisst, du lebst gar nicht für den VfL. Da geht nichts Spiel rein und denkt sich so, Alter, die hat doch zu mir gesagt, ich soll meinen Koffer nehmen und mich verpissen, alles klar, so. Oder der sagt sich so, boah, geil, der hat mich motiviert, obwohl ich so schlecht war, ich versuche jetzt alles rauszuhauen, ne, so. Jemand hat vorhin noch gefragt, ob du denkst, dass Osnabrück Pipo halten könnte beim Abstieg. Da sind wir beim gleichen Thema, wie ob Daniel zurückkommen sollte, wenn VfL absteigt. Also da würde ich auch selbst meinem Freund Pipo sagen, hier Pipo, hör zu, du hast jetzt, glaube ich, 2 Jahre auf sehr, sehr gutem Niveau performt. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Zweitligisten, der dich auf dem Schirm hat. Und wenn du dort einen offenen Kampf annehmen darfst oder kannst, dann bleibt er definitiv in der zweiten Liga. Oder vielleicht kriegt er ja sogar die Möglichkeit, in der ersten Liga irgendwo als zweiter oder dritter Torwart unterzukommen. Das weiß ja nie, Torwartkarussell, wenn das sich erstmal anfängt zu drehen, ist alles möglich. Und ich weiß, dass sich das Karussell ein bisschen drehen wird, aus internen Quellen, sage ich mal. Dementsprechend würde ich ihm das dann nicht empfehlen. Also klar, VfL, für den VfL wird es mir leid tun, aber ich weiß auch, dass Rollo definitiv schon wieder zwei oder drei andere Kandidaten dann in der Hinterhand hat, aus denen er ebenfalls Weltklasse-Torhüter machen kann. Weil das hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Aber für Pipo persönlich, ihm würde ich es nicht raten, mit zurück in die dritte Liga zu gehen. Um das Thema vielleicht einmal abzuschließen, falls noch jemand einen anderen Spieler nennen sollte. Es geht, ihr müsst das, wie sagt man so schön, ihr müsst das Blatt immer von beiden Seiten sehen. Die eine Seite steht natürlich unser VfL-Herz und man sagt, ja, der muss beim VfL bleiben und was ist das für ein Scheiß-Wichser, warum verlässt er den Verein und so, Geldgeier. Auf der anderen Seite ist das nur ein Mensch, wie zum Beispiel auch Alvarez, der mehr Geld verdienen möchte, der vielleicht doch in seiner Karriere noch Sprünge machen könnte, wie du zum Beispiel international möchtest vielleicht noch spielen oder Pipo vielleicht noch irgendwann in der Bundesliga landen möchte, aber wer möchte das nicht als Fußballer in Deutschland? Deswegen müsst ihr auch diese andere Seite sehen und das auch verstehen und akzeptieren können. Und wie du auch schon sagtest, natürlich ist das, wenn er ein Angebot da kriegt, dann. Ja, du musst aber auch immer realistisch davon ausgehen, jetzt zum Beispiel so jemand wie Eule oder Kuka, die jahrelang schon, sage ich mal, ihr Geld verdient haben und jetzt in ihre letzten ein, zwei Saisons vielleicht gehen, die werden bleiben. Also, und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass die bleiben sollten, auch von der Sicht vom Verein aus, weil du immer zwei, drei alte Hasen brauchst, die die jungen Spieler führen. So, Klar. und dann sage ich auch, anderen Spielern würde ich empfehlen, dann einfach mit dem VfL in die dritte Liga zu gehen, weil die erstens kein Zweitliganiveau haben, zweitens auch beim VfL dann bei einem geilen Verein spielen, selbst wenn es dann in der dritten Liga ist. Aber ich sage, wie gesagt, 60, 70% von dem Kader, den der VfL leider nun mal hat, hat kein Zweitliganiveau. Über die Gruppe, über die Gruppendynamik ja,
Können die schaffen, sich in der zweiten Liga zu halten oder können sie irgendwie mit dem Strom mitschwimmen? Aber wenn du jeden Einzelnen zerlegen würdest, würde ich ihnen empfehlen, in die dritte Liga zu gehen. Erstens, dass er auch ein bisschen mehr Spaß am Fußball hat. Und zweitens, weil er es einfach in der zweiten Liga nicht bringen würde. So ganz einfach. Da bin ich immer eine ehrliche Haut. Das stimmt auch, da stimme ich dir zu. Aber es geht ja auch eher um die Spieler, die das Potenzial haben oder noch etwas jünger sind, die natürlich dann auch. Warum sollten die für den VfL noch ein Jahr dritte Liga machen, wenn er die Möglichkeit hat, dann, keine Ahnung, bei Düsseldorf zu spielen, als Beispiel? Also Reis würde ich empfehlen, auf jeden Fall nochmal dritte Liga für VfL zu spielen. Echt? Oder ironisch? Ironie. Komm, Ironie dazu. Wo die Ironie? Also nein, aber wie gesagt, ich glaube, realistisch gesehen kann das aber auch jeder Spieler oder wird das jeder Spieler für sich selbst einordnen. Da brauchen wir uns auch, glaube ich, gar nicht groß zu äußern, wer wohin gehen sollte, warum, wieso, weshalb. Am Ende macht der Fußball verrückte Dinge und Steffen Tigges spielt Champions League. Maurice hatte vorhin gefragt, ob du morgen das Spiel guckst oder selber spielst. Du hast ja, glaube ich, bist ja gesperrt, also wirst du es wahrscheinlich gucken. Safe. Safe, safe, safe. Und ohne dass ich bisher eine interne Information bekommen habe, die ich mir eigentlich hätte natürlich vor dem Gespräch mal einholen können, ich Idiot, wer da so auf dem Platz morgen steht. Das wäre ja auch doof, wenn wir das dann öffentlich machen. Ja, nicht öffentlich, aber ich hätte es ja wissen können, dann hätte mein Tipp ja vielleicht ein bisschen realistischer sein können. Ja. Aber ich glaube, ganz ehrlich, es gibt so ein richtig dreckiges 1-2. Also glaubst du an den Sieg von VfL? Ich glaube, also ich muss daran glauben, weil wenn Ja. du morgen nicht gewinnst, dann Dann gute Ciao, Nacht. Kakao, ja. Ja. Das stimmt Dann leider. kannst du da hinten deine Maske und deinen roten Overall-Anzug anziehen und kannst damit durch Osnabrück laufen, weil als Spieler sage ich jetzt mal, weil dann sollte dich besser keiner mehr erkennen. Ja, das stimmt. Ich hoffe auch noch auf irgendwie, auch wenn das alles so ein bisschen, also es sind zwar klar noch zwei, drei Punkte, aber den meisten Leuten fehlt dann auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man die Spiele doch irgendwie gewinnt, weil wir müssen gewinnen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Wir brauchen mindestens 4, 6 Punkte, wie auch immer. Und wenn du das erfüllst und dann trotzdem absteigst, dann kannst du wenigstens sagen, okay, am Ende hat man es auch versucht, man hat vielleicht noch irgendwas umgestellt, dass es vielleicht auch zu den Siegen geklappt hat. Dann sollte es einfach nicht, aber wenn man dann auch noch verkackt, jetzt die letzten 3 Spiele oder 2 davon, sorry Mann, dann hast du alles verkackt. Dann hast du es bei den Ja, Fans wie verkackt, gesagt, dann ich hast habe du. ja gesagt, 6 Punkte solltest du machen. 7 wären geil. 9 wären richtig fett. Aber ist natürlich Träumerei. Aber ja. 4 sind zu wenig. Denke ich 3 auch. reichen auch nicht. Ja, du hast Und ja. Also es natürlich können 4 auch reichen, ne? Aber es ist natürlich, du musst dann wirklich sehr krass auf die anderen gucken, ne? Also, und das ist nicht ja, dein aber Ziel. ich gehe ja immer noch vom Schönsten aus. Ich gehe ja noch davon aus, dass wir ja nicht mal Relegation spielen müssen. Ne? Ja. Das ist ja Dann mein sind 4 zu Vorhaben. wenig. Dafür reichen 4 nicht. 4 könnten für Relegation reichen, ja. Aber ich erwarte auch, ganz ehrlich, ich erwarte auch von den Jungs 6 Punkten, weil ich kenne die Jungs, 70% der Mannschaft kenne ich. Und ich weiß, dass diese 70% mit mir zusammen an der Seite Großes geleistet haben. Und ich weiß auch, dass du qualitativ jetzt mit Eule zum Beispiel oder auch mit einem Kerki definitiv gewisse Spieler ersetzen konntest. Also ist die qualitativ diese Mannschaft nicht schlechter als in der Mannschaft, in der wir vorher gespielt haben. Nur weil jetzt Mo Haier nach Hamburg gegangen ist, okay, meiner Meinung nach, Eule hat aber jahrelang auf diesem Niveau von Haier in Heidenheim gespielt. Sprich, die zwei ergänzen sich irgendwo 1:1, zumindest auf der Innenverteidigerposition. Und mit mir einen Weggang, okay, den du mit Kerki aber von den Statistiken her fast ersetzen können. Und ja, wen hast du noch verloren? Felix Agu war aber auch keiner, der 34 von 34 Spielen gemacht hat, sondern da hat auch immer wieder mal ein Wolze gespielt. Mal der, also es war ein junger Spieler, da wusstest du auch nie. Der war mal Jahrhundert-Spieler und am nächsten Spiel war der Kreisliga C. Also, wenn ich mich erinnere, was in Wiesbaden oder als wir zu Hause gegen Wiesbaden gespielt haben, als er viermal Schlittschuhe gefahren ist,
in der ersten Halbzeit und es ganz schnell 4-0 stand. Da hat keiner danach gesagt, ja, ah gut, der muss nach Bremen gehen. Nee, da haben die alle gesagt, holt den raus, der ist überfordert, der kann keinen Abstiegskampf. Und dementsprechend weiß ich, dass die Mannschaft halt eben zusammenstehen kann. Und wenn der Trainer das richtige Personal wählt, dann weiß ich auch, dass die Mannschaft sich zu 100% zerfleischen wird. Das denke ich auch. Und das ist auch das Mindeste, was ich erwarte als Fan, dass sie wenigstens 100% gehen, dass du wirklich siehst, die haben alles versucht. Oder Aber ja. jetzt komm, sei mal Trainer, du guckst doch auch, wie stellst du morgen auf? Wie ich morgen aufstelle, Wenn du, das sage ich ja, dir wenn ganz du genau. aufstellen Pass dürftest. auf. Tipo Raum wäre, also das, was Fulham da gemacht hat mit Trainerwechsel, hast du ja auch mitbekommen. Mit Torwartwechsel, sorry. Ja. Das war, keine Ahnung, das war einfach nur, entweder wollte er einfach so ein bisschen irgendwas erzeugen. Ja. Du findest keine Worte für das, was er getan hat. Warum? Warum? Danke, ja, danke. Ja. Der Torwart, klar, mir tut der Nikolas natürlich leid auf der Ersatzbank, ne, weil Nein, der. nein, nein, da brauchen wir gar nichts zu reden. Pipo im Nein. Tor, fertig. Ja, das auf jeden Fall, aber trotzdem tut der Junge mir leid. Also ich hab mich für ihn gefreut, aber es hat dem Vorfeld nicht weitergeholfen. Punkt. Aber so ist das Torwartleben. Das weißt du als Ja. Torwart. Wenn du Torwart wirst, weißt du, es gibt zwei Positionen und du wirst, wenn du zweiter Torwart bist, dann wirst du normalerweise in 90% der Fälle noch zweiter Torwart bleiben. Das stimmt. Also wie gesagt, Pipo So. würde ich aufstellen, ich würde in der Viererkette ganz normal agieren, ich würde rechts Aldini, links Bolze spielen, aber Bolze gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wobei ich, du hast ja auch mit Bolze zusammengespielt, wobei ich Bolze eher als linken Flügelspieler sehe, weil er für nicht verteidigen kann. Er kann offensiv, der tunnelt die Spieler, er läuft an denen vorbei mit seinem Tempo, was er kann, er schlägt gute Flanken, er kann aufs Tor schießen, aber meiner Meinung nach kann er nicht verteidigen. Und er hat auch letztens in dem VfL-Interview gesagt, dass der sich eher offensiver sieht als defensiv. Ja, das wünschen sich alle Verteidiger. Baschi würde auch gern lieber offensiver Baschi spielen, war früher aber offensiv. ja, aber da hat er nichts getaugt, sage ich dir ganz offen und Das kann ehrlich. auch sein. Ja, Das kann auch sein. also ist nicht böse gemeint. Ich bin sehr gut befreundet mit Baschi, aber der ist rechts hinten richtig gut aufgehoben, weil Ja. ich finde, der macht richtig Gas 90 Minuten vor und zurück und das können nicht viele und deswegen soll er ruhig mal hinten rechts bleiben. Ich würde auch so spielen. Ja, hinten rechts mit Baschi, hinten links mit Wolzer. Okay, weiter. Innenverteidigung auf jeden Fall nicht mit Guganik, weil Danke, der ist. weiter. Leider, ich habe ihn oft gelobt und der kann auch mehr, als er jetzt die letzten Wochen zeigt, aber im Strafraum den Spieler so zu packen, sorry. Natürlich kriegst du dann Nein, Elfmeter. Und aber der. der ist auch zu schläfrig. Das ist so einer, den kannst du spielen lassen, so, weil dem ist egal alles so. Meine, aber den kannst du jetzt im Abstiegskampf aktuell kannst du ihn nicht gebrauchen. Nee, das Ist stimmt. leider so. Ja. Dann auf jeden Fall Bärmann, ganz klar gesetzt. Hab spielt eigentlich auch in Ordnung, wobei er, wie du schon gesagt hast, diese Saison echt schwächelt und nie so wirklich in seine Form gefunden hat. Ich hätte tatsächlich wirklich neben Bermann mal Koka spielen lassen in Verteidigung. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Koka hat zwar selten Ja, Innenverteidiger gespielt. aber wird nicht passieren. Wir müssen ja realistisch Ja, bleiben. realistisch mit Trapp da spielen, ne? Genau, Trapp und Bärmann wird dann spielen, okay? Aber man kann ja auch was sagen, was realistisch sein würde, aber anders ist als er. So, wie würdest du im Mittelfeld spielen? Also Viererkette, ja, dann? Also Viererkette auf jeden Fall. Mittelfeld würde ich definitiv Tafazzuffer spielen lassen. Ich würde vielleicht in so einem 4-1 und dann 3-2 oder vielleicht 4-1 dann spielen. Also auf jeden Fall Tafazzuffer, einziger Sechser. Einzige Aufgabe, keiner darf an dem vorbeikommen. Koste es, was es wolle. Das muss seine Aufgabe sein, das kann er auch gut, das wissen wir. Davor brauche ich zwei spielstarke Achter. In meinem Falle sind das eigentlich immer Reis und Blacher. Und nicht Henning und Aber keine Reis Ahnung ist noch wer. verletzt, oder? Glaube, der ist noch verletzt. Ich glaube, er ist noch verletzt. Ich bin mir nicht sicher. Aber Blacher auf jeden Fall. Und dann Okay, lass. ich will dir kurz meine Sache sagen. Ich würde mit Raute spielen. Mit Raute? Also mit Flügelspielern Ja. dann auch oder enge Raute? Nein, enge Raute. Okay. Enge Raute mit, wie du gesagt hast, Tafasofa alleinige 6. Reiß ist fit, schreiben die gerade alle. Mit Spielen hat Ja, Feldhoff dann würde. bestätigt. Okay, dann würde ich, dann ist doch perfekt. Dann spiele ich mit. In der Raute mit Blacher und Reis und spiele auf der 10 mit Kerk und spiele im Sturm mit Santos und Haider. Ich würde es ähnlich so Bam. machen. Ich würde es ähnlich so machen. Also wie gesagt, ich hätte Tafazzuffer als Es sei einziger denn, Sechser. Ja. was ich dazu sagen muss, ist, Eti ist fit und kann mittlerweile von Anfang an spielen. Dann finde ich, musst du den auch einbauen, weil meiner Meinung nach ist es der einzige Spieler, der aus dem Gar nichts, wirklich aus dem Gar nichts,
Gold machen kann. Ich würde vielleicht dann eher sogar, jetzt gerade wo ich auch mit Etty das sehe, vielleicht dann auch in der Raute spielen. Aber, wobei, nee, warte mal, jetzt bin ich gerade Oder völlig du spielst durcheinandergekommen. dann, wenn Etty zum Beispiel fit wäre, dann würde ich zum Beispiel eher so ein 4-2-3-1, wobei aber die drei, die vorne spielen, oder die vier, die vorne spielen, sehr variabel spielen könnten. Weißt du, dann würde ich mit Kerk, Amenido und Haider und vorne Santos. Und dann würde ich ganz ehrlich, ich würde ohne Tafazoff spielen dann. Ich würde mit Reis und Blacher auf den 2-6er-Positionen spielen. Kann man auch spielen. Kann man auch spielen. Ich denke, die würden sich gut Wenn du ergänzen. offensiv spielen willst, so, dann Reis kann sich spielen. die Bälle ja hinten holen. Ist ja nicht so, dass er es nicht kann. Aber Ja, er ist auch offensiv genau. stark. Genau. Ja. Aber nee, so würde ich dann aufstellen. Und dann würde ich sagen, so zum Beispiel auch, dass die, wie gesagt, Amenido kann ganz vorne spielen, Amenido kann auf der 10 spielen, Amenido kann links, kann rechts spielen. Haider kann vorne, Haider kann links, Haider kann rechts. Santos, okay, ist vielleicht ein bisschen gebundener zwischen dem Neuner und der hängenden Spitze, aber die anderen drei dahinter mit Kerk, Haider und Amenido, dass die einfach die ganze Zeit Betrieb machen. Dem würde ich sagen, Jungs, hört zu, ihr habt keine feste Position. Gefallen würde es mir, wenn klar Etty über rechts, Kerki über 10 und Heidi über links kommt, damit ihr schön die Flanken reinhauen könnt mit eurem starken Fuß auf Santos. Und ja, feuerfrei. Und hinten hast du mit Blacher, Reis, Aidini, Wolze, so viele Leute, die so viel laufen können, dass du vorne auch ein bisschen Entlastung sorgen kannst. Und selbst mit Haider und Santos hast du vorne auch noch immer noch zwei, die immer. Safe. Ich hätte vielleicht sogar mir eher gewünscht, wobei wir dann wieder bei dem Realistischen sind, dass Schmidt als Zehner beginnt, aber der hat ja, glaube ich, so ein bisschen Trainingsrückstand nach seiner Corona-Erkrankung. Der ist, glaube ich, nur leicht im Training. Korrigiert mich im Chat, falls es anders ist, aber ich glaube, der ist leider nicht realistisch. Aber der würde so im Spiel echt gut tun. Kerk über links, Etty über rechts, er als Zehner. Das Ja. wird schon gut funktionieren. Ja, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, aber auch von dem realistischen Faktor her hat er mir dafür schon zu wenig gespielt in dieser Saison, dass da Ja. irgendjemand, weil es ist auch nun mal so, auch bei einem Trainerwechsel, klar hast du immer ein, zwei Spieler, die davon profitieren, aber meistens ändert ein neuer Trainer dann auch nicht so viel und sagt dann, okay, jetzt ist es. Keine Ahnung. Der hat bisher 25 Spiele auf der Bank gesessen, aber die letzten 10 Spiele ist es my man. Weißt du, so, der spielt jetzt. Hätte gerne. Du hast jetzt noch 2 Spieltage, hast du gesagt, ne? Genau. Einen gesperrt morgen. Kann ich in Ruhe VfL gucken. Und dann noch einen nächste Woche Sonntag. Dann würde ich doch fast sagen, wenn du Bock hast, hören wir uns nach den beiden Saisons einfach wieder. Also wenn zweite Ist ja Liga noch und ein Spiel. genau. Oh, ein Spiel ausstehend für VfL, genau. Ja, und dann hören wir uns da vielleicht nochmal wieder. Kurzes Stream und schauen Ja. mal. Außer es ist dann schon gelaufen, dann brauchen wir nicht mehr viel drüber reden. Aber falls die Relegation oder Da so können wir über die, ansteht, dann kann man ja über die Gründe reden, warum es dann doch so dann musst du den passiert. halben Tag Zeit nehmen. Halber reicht, meinst du, oder hast du jetzt eine halbe Woche gemeint? Einen halben Monat eigentlich her. Naja, also Okay, mein Freund. wir gucken aber, wie es läuft. Genau. Hoffen, dass es morgen klappt. Wie gesagt, dir danke für deine Zeit, für deine Worte. Gerne, kein Problem. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall wieder. Jo. Und Bis dir viel dann, liebe Erfolg. Grüße, ich drück die Daumen morgen. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Ja, Freunde, das war unser lieber Markus Alvarez.